Sehr schön. Super. Schön, dass es geklappt hat. Und ich würde sagen, dann starten wir gleich los. Alles gut, kein Problem. Ja, heute hier im Amplitz der Zeit herzlich willkommen, dass ihr alle da seid, dass Sie da sind. Das Thema ist klar, das Thema ist das, was in den letzten Tagen wieder vermehrt in den Medien aufgenommen wurde, nach meinem Dafürhalten. Das Thema Blackouts. Ist das nur eine Spinnerei von Rechten oder eine reelle Gefahr? Und zu diesem Thema freue ich mich, dass Herbert Sauruck zu Gast ist. Er ist nicht nur Experte für Cybersicherheit, sondern vor allen Dingen seit mehr als 10 Jahren im Bereich von Blackout tätig. Er macht sie nicht selber, sondern er berät unter anderem Unternehmen, aber auch Ministerien, Gemeinden. Und er warnt. Er warnt davor, dass viele, zum Beispiel viele Politiker, aber auch viele andere zu wenig Wissen haben und zu wenig vorbereitet sind. Warum sagt er das? Weil, wie erwähnt, er einen relativ guten Einblick hat und viele Unternehmen, aber auch Gemeinden darin beraten hat. Schön, dass Sie da sind, Herbert Sauruck. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, schönen Abend. Sehr gut. Und zu meiner geografischen Linken ist Thomas Eisenhut. Thomas ist, ich würde sagen, Stromexperte, Unternehmer. Und er sieht die Gefahr im Bereich der Netze. Warum? Er handelt mit Strom und sieht den Grund darin, vor allen Dingen in einer ideologiegetriebenen Politik, die ihresgleichen sucht und gefunden hat. Thomas, schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Abend. Herr Sauruck, ich stelle Ihnen eine Frage, die ich Ihnen schon mal gestellt habe, aber ich finde sie so spannend, weil sie vielleicht den Zuhörern erklärt oder nachvollziehen kann, wie man so dazu kommt. Wie kamen Sie dazu, Blackout-Experte zu werden? Wie war das? Ja, eigentlich durch Zufall, weil ich vom Hintergrund her Berufsoffizier bin und bis 2012 im Cybersicherheitsbereich des österreichischen Bundeswehrs tätig war. Und ab 2010 habe ich mit einem Studium begonnen, wollte mich zuerst mit Cyber- und Krisenmanagement auf nationaler Ebene beschäftigen und bin eigentlich durch einen Vortrag eben zufällig auf dieses Thema Stromversorgung richtig gestoßen. Und dann habe ich mir das eben weiter angeschaut und festgestellt, da gibt es schon damals absehbar gewisse Entwicklungen, die könnten problematisch werden, wo sich leider vieles auch bestätigt hat mittlerweile. Auf der anderen Seite nicht wirklich Ansprechpartner, die sich mit dem Thema intensiver beschäftigt hätten. Einzelne Akteure schon, aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir wären vorbereitet gewesen und ja eben dieser Schritt dann auszusteigen und als Wanderprediger das Ganze weiterzumachen. Und ja, ich versuche halt möglichst viele unterschiedliche Multiplikatoren auch anzusprechen. Und Sie haben das schon angesprochen, jetzt auch mit rechts und sonst irgendwie. Das Problem ist da unsere gesellschaftliche Polarisierung, die wir jetzt vor allem durch Corona massiv natürlich verschärft haben und unser Schwarz-Weiß-Denken, weil das natürlich genau zum Gegenteil führt, dass wir eigentlich noch verwundbarer sind gegen jegliche Störungen, die von wo kommen können. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen jetzt nicht nur hinsichtlich von Blackout, sondern überhaupt gesellschaftlich, wenn wir es da nicht schaffen, auch durch die Komplexität, die wir geschaffen haben in der Infrastruktur, Versorgungsabhängigkeiten, hier mehr ein Sowohl-als-auch-Denken zu etablieren und auch Widersprüche besser annehmen zu können, weil das nicht anders geht, dann werden wir auch auf dieser gesellschaftlichen Ebene wahrscheinlich keine schönen Erlebnisse haben. Und ich glaube, dass wir auch da ansetzen müssen und versuchen auch wieder aufeinander zuzugehen, zuzuhören, weil nur weil der eine Seite das sagt, ist das nicht alles falsch und auf der anderen Seite auch gilt das auf der anderen Seite auch. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen, eben hier zu vernetzen, vernetztes Denken zu fördern und nicht zur Polarisierung beizutragen. Sehen Sie in den letzten Monaten, wenn Sie dann zurückblicken, wen Sie beraten haben und beraten haben, oder das Vergleichen jetzt in den letzten Monaten von dem Zeitkorridor von, keine Ahnung, 2018, 19 oder 15, 16, sehen Sie ein gewisses Umdenken zu dem Thema, bei dem Thema eine gewisse höhere Sensibilität, oder ist das immer noch so, schwierig? Nee, die Sensibilität ist schon gestiegen jetzt zum Thema Blackout-Vorsorge.
dort, wo halt das Problem eigentlich zu verorten ist, nämlich in der Infrastruktur, sehe ich das kaum, weil eben genau wieder dieses vernetzte Denken fehlt, weil ja zum Teil durchaus Ideologie getrieben oder auch aus anderen Motiven ein großes Thema ist auch betriebswirtschaftlicher Druck, Wachstumsparadigma, also das ist jetzt eine andere Ideologie, die hier auch eine große Rolle spielt, weil wir dadurch in allen Lebensbereichen unsere Reserven, Redundanzen, Rückverlebenen aufgegeben haben, weil das ja alles noch kostet. Und eben nicht nur im Stromversorgungssystem das Problem ist und dass man halt immer weniger auf Fachleute, Techniker hört, die schon sehr klar das ansprechen, dass Physik eben nicht verhandelbar ist. Aber ich habe eben da unterschiedlichste Kontakte und ja, hört immer wieder das Gleiche, dass eben gewisse Führungsebenen, die dann halt auch häufig, ohne dass man Bashing betreiben muss, jetzt mit Betriebswirtschaften, Juristen, zunehmend mehr besetzt sind, die einfach diesen technischen Bezug nicht haben und dieses Grundlagenwissen, wobei das eigentlich kein Raketen Science ist, sondern wirklich Hauptschulwissen oder Grundschulwissen. Aber wir haben da einfach ja ein bisschen den Realitätsbezug, glaube ich, verloren. Aber es ist nicht nur in diesem Strombereich, ich habe heute tollen Podcast zum Thema kritische Infrastrukturen, Abwasser und so weiter auch gehört und da auch ähnliches Klagen, dass wir jetzt über Jahrzehnte eine Infrastruktur aufgebaut haben und die zunehmend in, ja, an ihr Lebensende gerät, wir das einfach für selbstverständlich hinnehmen und das wieder aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen zu wenig investieren, um diese zu erneuern. Und je länger man zuwartet, desto schwieriger wird es. Das heißt, wir kommen an die Badewanne-Kurve. Das heißt, zuerst muss man viel investieren, dann damit hohe Kosten, dann erreicht man den Boden, wo das im Betrieb relativ günstig wird. Und wenn ich dann nicht regelmäßig und laufend weiter investiere, um das zu erneuern, dann komme ich eben wieder auf die andere Seite, wo die Preise oder die Aufwände massiv steigen. Und ich denke, Deutschland ist da ein Musterbeispiel in vielen Bereichen mittlerweile. Autobahnen, die Bahn selbst und weil da vorher auch das Gespräch war, wie ist man unterwegs? Ich bin eigentlich fast nur mit der Bahn unterwegs und Deutschland ist natürlich immer eine Erlebnisreise. Letztes Mal hat mir das 12 Stunden Mehrfahrt gekostet. Und von wo nach wo sind Sie da gefahren? Ich wollte eigentlich nur von Leipzig nach Wien wieder fahren, aber das ist leider nicht geglückt. Und über einen Umweg über Berlin, wenn ich das kurz einhaken darf, ja, ich hatte noch die Möglichkeit, nach Berlin zu fahren, einen Nachtzug, der eine Verspätung hatte, zu erwischen. Und mir ist das von Leipzig bis Berlin Hauptbahnhof gelungen. Und dann ist der Zug stehen geblieben. Und dann frage ich den Schaffner, was jetzt los ist. Ja, die Lokführerin ist nicht gekommen und es wäre nur um eine Station weitergegangen. Ne? Und wie ich das realisiert habe, war das leider schon zu spät und damit bin ich dann wieder die andere Richtung zurückgefahren. Das kann ich noch toppen, Herbert. Ich bin 34 Stunden hatte ich Verspätung gehabt. Okay. Da gab es im Jänner oder Februar gab es einen leichten Sturm oder Wind. Und als ich die tschechische Grenze überschritten habe mit der Bahn, war es vorbei. Also nach Deutschland überschritten, oder? Ja, genau. Ja gut, wenn so Stürme sind, was jetzt im Winter wieder auch vermehrt auftreten wird, da gibt es schon immer wieder, dann, ja, da kann es dann noch länger dauern. Ich würde gerne zu dem Thema zurückkehren, was Sie eingangs sagten oder was ich eingangs sagte, Sie dann ergänzt hatten. Das ist das Thema der Stigmatisierung oder Polarisierung. Ja. Dazu habe ich vorhin einen Artikel gefunden eines Ökologen, ein Professor für Ökologie. Albert, bitte mal vorlesen. Da wird behauptet, dass uns großflächige Blackouts drohen und dass es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen kann. Das ist unverantwortlich. Vor allem für einen demokratischen Politiker, der damit nur Stimmen einfangen will. Sicher, wir haben ein Strom- und Energieproblem. Aber das ist der Zeitpunkt, an dem die demokratischen Parteien an einem Strang ziehen sollten. Der Populismus der Politik gerade ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Dr. Stefan Holzheu vom Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung im Münchner Merkur. Herr Sauruck, fühlt sich da ein bisschen angesprochen? Ja, das ist auch das Thema derzeit. Ja, die erste Frage ist immer jetzt auch von den Journalisten, wie wahrscheinlich ist es? Ne? Und die Wahrscheinlichkeit lässt sich nicht berechnen, weil man keine Daten hat. Und wir haben zum Glück keine Daten, weil das letzte länderübergreifende Ereignis war 1976, wo auch Deutschland, Österreich und Schweiz betroffen waren. Und
daher kennen wir dieses Thema oder dieses Szenario nicht. Und wir haben eben weltweit das verlässlichste Stromversorgungssystem. Das muss man auch mal so sagen und klarstellen. Aber es ist halt nicht Gott gegeben und ein Naturgesetz. Und daher gibt es in meiner Fachwelt, wo es um systemische Risiken geht, also Dinge, die sehr selten auftreten, vor allem aber durch die Vernetzung erst entstehen. Und das haben wir halt in den letzten 10, 20 Jahren massiv vorangetrieben. Da gibt es die sogenannte Truthahn-Illusion. Die besagt, der Truthahn gewinnt mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer, weil der kann es ja nur gut meinen, dass er ihn täglich versorgt und pflegt und ein Dach über den Kopf sicherstellt. Das Problem ist, dass dem Truthahn halt die wesentliche Information dient, dass das nur einem Zweck dient. Und der lebt ja immer am Tag vor Thanksgiving, wo diese Truthähne traditionell geschlachtet werden, eine böse Überraschung. Und wir ticken so ähnlich, wir schauen in die Vergangenheit, tollste Leistung, die wir wirklich hier erbracht haben. Dann gibt es auch Statistiken mit Saidi-Werten, die jetzt jüngst wieder um 2 Minuten gestiegen ist für Deutschland, von 10 auf 12 Minuten, wo andere Länder wie Polen 180 Minuten haben. Also durchschnittliche Ausfallszeiten pro Kunde und ja. Und das wird als Argument verwendet, ja, es ist ja alles in Ordnung. Ne? Das Problem ist, dass die Statistik überhaupt nichts aussagt, weil es da rein um Baggerschäden, um lokale Ausfälle geht. Zum Beispiel das Ahrtal-Ereignis letztes Jahr wird in dieser Statistik nicht abgebildet oder aufgenommen. Und von dem her ist das schon eben interessant. Und das sagt eben über die Systemstabilität nichts aus. Ne? Und welche Zahlen nehmen Sie heran? Ja, eben keine Zahlen, weil die Zahlen gibt es eben nicht. Was mein Zugang ist, eben System- und komplexitätswissenschaftlich Muster zu erkennen, Zusammenhänge zu erkennen. Und da versuche ich eben sehr viele Dinge eben heranzuziehen, schon letztendlich auch dann Zahlen. Ne? Das ist zum Beispiel jetzt die Eingriffszahlen auf der Redispatching-Seite. Das heißt, wo akut eigentlich eingegriffen werden muss, um Leitungsüberlastungen, Betriebsmittelüberlastungen zu verhindern, die ja in Deutschland heuer bereits über 10.000 Mal notwendig waren. Und es waren vor 10 Jahren, ich weiß nicht, eine Handvoll oder ein bisschen mehr vielleicht. Ich weiß nicht, ob es genaue Zahlen gibt, aber nicht vergleichbar mit heute. Eine andere Zahl ist, in Österreich sind die Engpassmanagementkosten, also Redispatching und sonstige kritische Eingriffe von 2011 mit 2 Eingriffen im gesamten Jahr und 2 Millionen Euro Kosten auf 300, also an Eingriffen an 301 Tagen im Jahr 2018 angestiegen. Das haben, glaube ich, 350 Millionen gekostet. Dann ist 2020/21 zurückgegangen durch die Aufdrängung des deutsch-österreichischen Strommarktes, wo es das auch entlastet hat. Und jetzt letztes Jahr ist wieder angestiegen auf über 400 Millionen und derzeit sind wir mit, ich glaube, August ist die letzte Zahl, 480 Millionen Euro für heuer. Was natürlich auch mit den erhöhten Stromkosten ein bisschen zusammenhängt. Aber es zeigt, es ist fast an jedem zweiten Tag zumindest ein kritischer Eingriff notwendig. Das ist für mich ein Indikator. Das andere sind einfach Rahmenbedingungen, die sich fundamental ändern derzeit. Also wir haben vor 10 Jahren eben ein paar tausend Kraftwerke gehabt, die recht einfach berechnen und steuerbar waren, wo man auch nicht viel jetzt im Vorfeld tun musste. Heute sind in Österreich 300 Simulationen am Tag erforderlich, um eben kritische Situationen zu erkennen. Parallel gibt es in München noch ein großes Rechenzentrum, wo das für 14 Länder, zumindest mein Letztstand, parallel gemacht wird. Also Dinge, die vor wenigen Jahren technisch gar noch nicht möglich waren. Also es wird sehr viel Aufwand betrieben, aber gleichzeitig gibt es eben keine hundertprozentige Sicherheit. Und das, was halt auch immer wieder auftritt, ist halt, die Wetterprognosen werden immer genauer. Auf der einen Seite, vor allem jetzt mit Photovoltaik und Wind wichtig. Auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder Ereignisse, wo das halt massiv abweicht. Und dann haben wir akut jetzt vor allem auch im Hinblick auf den kommenden Winter die Situation, die Riesenunsicherheit mit Gas, vor allem Deutschland, wo wir nicht wissen, wie lange geht es aus. Derzeit der Stand, so, ich habe es noch nicht im Detail analysieren können, aber Richtung Jänner, Februar, also nicht April. Und das nächste ist eben die französische Situation, wo wir im Zeitverzug sind, die Atomkraftwerke wieder hochzufahren. Wir haben die Trockenheit gehabt und zum Teil noch immer, das heißt zu wenig Wasser in den Speicherkraftwerken, zu wenig Wasser in den Flusskraftwerken. Und ja, und jetzt zusätzlich noch der Aspekt einer möglichen Sabotage. Nicht? Wir haben jetzt ja schon mehrere Beispiele gesehen, Nord Stream
dann die Bahnsabotage und dann in Frankreich die Lichtwellenleiter-Sabotage. Weiß man jetzt nicht, ob das irgendwie zusammenhängt. Das kann auch Zufall sein. Also das ist schwierig, aber es gibt jetzt durchaus von militärstrategischer Ebene Einschätzungen, dass wir damit rechnen müssen, dass es weitere Angriffe gibt bis hin auf die Strominfrastruktur. Beim Thema, ja. Nur kurz, also viele Dinge, die hier zusammenspielen, die einfach eine kritische Situation herbeiführen oder auch noch eben in vielen Ländern mittlerweile Ankündigungen, dass es im Winter wegen gewisser Rahmenbedingungen zusammentreffen, zur Stromanlage kommen könnte. Das heißt, dass man temporär gewisse Flächen abschalten muss, um die Stabilität aufrechtzuerhalten. Und ich sage, wenn das in einer Region notwendig ist, dann ist es durchaus beherrschbar in diesem großen System. Aber wenn jetzt mehrere Länder davon ausgehen, dass das notwendig ist, dann wird für mich wieder Komplexitätswissen, wo ich sage, dann funktionieren diese Modelle, die das Sicherheitsberechnungen machen, wahrscheinlich nur mehr unzureichend, weil diese Modelle sind für stabile, grundsätzlich stabile Systeme gebaut worden und nicht für sehr viele Rahmenbedingungen, die sich dynamisch ändern. Und der größte Unsicherheitsfaktor ist noch das Wetter. Haben wir einen milden Winter, so wie jetzt der Oktober deutlich zu warm ist, dann haben wir wahrscheinlich Glück. Kommt eine Kältewelle wie 2012 oder 2017, also wir hätten jetzt wieder 5 Jahre, aber die Natur hält sich nicht immer an solche Zyklen, aber es könnte sein, dann hätten wir ein massives Problem absehbar. Und zusammenfassend noch, also die Gefahr ist da, niemand weiß, ob es wirklich eintritt, ob wirklich alle auch diese Notmaßnahmen mit Abschaltung notwendig sind. Der Punkt ist, wir sind als Gesellschaft nicht vorbereitet. Und da geht es nicht darum, ob jetzt die Staat, die Behörden, die Einsatzorganisationen vorbereitet sind. Sind sie nicht oder nur eingeschränkt. Und auch wenn sie bestens vorbereitet wären, niemand kann Millionen Menschen versorgen. Und solange wir als Bevölkerung, und das trifft jetzt auch die Zuhörer, nicht mit ruhigem Gewissen sagen können, wir können uns zumindest 14 Tage selbst versorgen mit dem, was wir so glauben zu brauchen, wird sehr schwierig, die Stabilität wiederherzustellen. Ne? Und weil es auch schon gefallen ist jetzt Richtung Plünderungen und so weiter, das ist schon, was mich auch stark irritiert, weil das immer so im Vordergrund gerückt wird und das ist eigentlich eher Thema aus Horrorfilmen und zum Teil auch durch Medien dann auch so transportiert. Es gibt aber keine wirkliche Evidenz dafür, weil normal in Krisen die Leute eher zusammenhelfen. Natürlich wird es Ausreißer geben, die werden das Ganze bestätigen, dass es halt doch auch anders ist. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, wenn wir die Erwartungshaltung schon in der Breite haben, es wird dann sofort Plünderungen geben, Zerstörung geben und Anarchie, dann macht das mir wirklich Sorge und bis hin zur Angst, weil Erwartungshaltungen dann meistens auch ein entsprechendes Verhalten auslösen und das noch mehr befeuern. Und daher wäre es wichtig, auch hier positiv versuchen, dran zu gehen und nicht immer das Negative so vorzuheben. So, jetzt habe ich schon viel geredet. Ja, das ist ja auch sehr wichtig, weil das auch Themen sind, die auch wirklich jeden was angehen. Also da geht es ja nicht darum, keine Ahnung, rechts oder links, links oder Mitte oder rechts oder rings oder wie es so schön heißt, sondern es geht wirklich darum, simple as it is, sagen, was ist zum Thema Plünderung und so weiter. Natürlich sollte man nicht vom Schlimmsten ausgehen. Das hat ja hat jetzt keiner von den sogenannten oder vermeintlichen Panikmachern gesagt, sondern jemand, der eben das genau den Leuten vorwerfen, dass sie Panik machen. Da habe ich jedoch gar nicht panikmachend eine Geschichte aus der Geschichte. Das ist der Hurricane Katrina. Ja, was da in New Orleans damals stattfand, das war im Wesentlichen Brandschatzerei. Nein, stopp. Da gibt es eine aktuelle Untersuchung, ist auf meiner Homepage auch verlinkt, ein Buch von einem holländischen Soziologen, der eben der Frage nachgegangen ist, sind wir im Grunde gut oder schlecht? Und ich glaube, das ist empfehlenswert, sich damit auseinanderzusetzen und da war auch Katrina als Beispiel, weil ja in unseren Köpfen drin ist, da ist sofort geplündert, gemordschatzt und sonstiges gemacht worden. Und es stimmt nicht, das war ein Medienthema. Das heißt, Medien neigen natürlich dazu, auch wieder dieser betriebswirtschaftliche Effekt, also Aufmerksamkeitshascherei zu betreiben und die Einzelausnahmen natürlich zu überhöhen. Und wir auch generell schauen eher auf die negativen Dinge und nicht auf das, was im Generell super funktioniert. Und daher
haben wir auch so dieses Bild im Kopf, wir sehen nur mehr das Negative und die Extreme. Und das ist auch wieder das Gefährliche, um Krisen bewältigen zu können. Und auch da gab es die Beispiele mit Plünderungen, aber das war trotzdem, ja, es ist von extern gekommen, es gab da eine gewisse Organisation offensichtlich, aber im Großen und Ganzen gab es sehr viel Hilfsbereitschaft, was das sicher, mit Sicherheit deutlich überwogen hat. Und das andere große Beispiel ist New York 1977, wo es wirklich nach einem Blackout Mord gab es nicht so viel, es gab nur ein paar Tote, glaube ich. Es war die ganze Nacht Plünderung, Zerstörung, Schießereien, aber mit eigentlich kaum Toten. Und das wird dann auch gerne herangezogen werden. Und das war aber nur, weil die soziale Situation nämlich schon so angespannt war. Und das hätte jedes andere Ereignis genauso auslösen können. Das ist halt gerade mit diesem Stromausfall zusammengetroffen. Und es gab 2003 den großflächigen Stromausfall in Ostamerika, also Ost-USA und auch bis Kanada hinein. Und da gab es das nicht, sondern man hat sehr wohl einfach gegrillt, weil es halt auch im Sommer war, Party gemacht und die Situation gut überstanden. Und das ist in den meisten Fällen, außer wenn so Venezuela, wo es dann doch über eine Woche gedauert hat, großflächiger Stromausfall, wo natürlich die Situation schon sehr eskaliert ist, aber auch da ist jetzt nicht ein gesellschaftlicher Zusammenbruch passiert. Wobei natürlich die Menschen dort schon einiges gewohnt sind, weil die im Alltag auch keine gescheite Versorgung haben. Ne? Aber durch das natürlich, wenn es länger dauert, hat das natürlich gravierende Auswirkungen und es werden zunehmend mehr Probleme auftreten. Aber ich denke, dieses Bild, das da leider in vielen Köpfen schwirrt, das wird sofort rund gehen, das befeuert einfach diese Erwartungshaltung und ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft nichts Gutes damit tun. Medien, haben Sie völlig recht, sind vor allen Dingen, das hat man auch gesehen, bei einer anderen Art von vermeintlicher Katastrophe seuchengeil. Ja, das muss man fairerweise sagen und der ein oder andere Kollege, geneigter oder nicht, fühlt sich dann tatsächlich berufen oder auch nicht berufen, ja, in diese Thematik einzusteigen. Ich würde gerne Thomas Eisenhut. Ich würde nur kurz drei Absätze. Es geht nicht um Medienbashing, sondern das ist halt auch durch diese betriebswirtschaftliche Logik getrieben. Und das war auch in diesem Buch eben verschiedene Studien, die auch sehr bekannt sind, Gefängnisdilemma und so weiter oder die Broken Window Theory, wo eigentlich auch massiv manipuliert war, um mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Und der, glaube ich, sollten wir da kritisch wirklich dahinter schauen. Unbedingt. Ich würde gerne Thomas Eisenhut mit ins Boot holen. Ja, und zwar bitte. Das, was Sie gesagt hatten, Herr Saurock, das Thema der Netzeingriffe. Thomas, bitte erklär doch mal den Leuten, die nicht so schlau sind wie ihr beide, was ist denn ein Netzeingriff? Die Netzbetreiber in Österreich oder auch in Deutschland müssen natürlich immer schauen, dass Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen ist. Es muss wirklich zu jedem Zeitpunkt, wenn wir daheim den Lichtschalter einschalten, muss natürlich der Strom da sein. Und da passen die Kollegen auf beim Netzbetrieb in der Leitwarte, ob das wirklich zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist. Also wir haben ja bei uns im Stromnetz diese bekannten 50 Hertz, die durch den Wechselstrom zustande kommen. Und es wird ständig geschaut, auch prognostiziert, wie schaut das morgen aus, sind genügend Kraftwerke am Netz, wie schaut der Wind aus, wie ist die Windprognose, wie ist der Sonnenschein etc., je nachdem, welches Land welche Erzeugerstruktur hat, wird da ganz genau drauf geschaut. Aber genau das, was Herbert Sau gerade sagte, diese zunehmenden Einzeleinheiten, die immer mehr Komplexität reinbringen, bringen natürlich auch ein erhöhtes Risiko in das System hinein. Und die Eingriffe haben sich deutlich erhöht. Im letzten Jahr in Deutschland waren es nach meinem Kenntnisstand ungefähr 8.500 und heuer, ich habe jetzt nur vom ersten Halbjahr ungefähr geschaut, müssen das mehr als 7.000 gewesen sein. Und das zeigt, was ist daran so schlimm? Naja, schlimm ist es nicht. Schlimm ist es solange nichts passiert. Aber der Aufwand steigt natürlich von den Kollegen zunehmend aktiv zu werden. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, es können auch ganz triviale Geschichten sein, dass irgendeine Trafostation mal irgendwie defekt ist oder abbrennt. Das können diverse Ereignisse gewesen sein. Aber der Aufwand steigt immer mehr und man merkt auch bei den Kollegen, dass sie sich Sorgen machen. Einige von den Zuhörern haben vielleicht den Fernsehbeitrag gesehen bei ZDF Wieso vor einiger Zeit. Da ging es auch um das Thema der Energieversorgung in Deutschland vornehmlich.
Und da gab es einen Herrn von Amprion, der auch zum Thema Versorgungssicherheit gefragt wurde und der schon ziemlich unruhig wurde sehr zögerlich war. Und das hat schon zum Ausdruck gebracht, wie die Situation ist, dass sie angespannt ist. Und Ähnliches kann man sich anschauen. Der Chef des Übertragungsnetzbetreibers in Österreich, APG, der Herr Christina, hat vor einiger Zeit vom österreichischen Nationalrat gesprochen und hat auch da seine Sorge zum Ausdruck gebracht, was die Stabilität der Versorgung betrifft. Dass es sehr herausfordernd sei. Ich habe vor ein paar Tagen oder war das gestern, war ich auf einer Veranstaltung und da hat mir jemand berichtet, der mit einem Mitarbeiter von der APG, von diesem Übertragungsnetzbetreiber, quasi zusammenlebt oder in der Nachbarschaft hat und der ihm dann berichtet hat, dass sie, wenn die Zahl stimmt, bis zu 80 Eingriffe haben am Tag, weil die Situation so kritisch sei. Jetzt weiß ich nicht, ob da auch ein Märchenfaktor dabei ist, das möchte ich da keinem unterstellen, aber wir kennen das stille Postprinzip. Machen wir daraus nicht 80, machen wir vielleicht 8 Eingriffe am Tag. Selbst das ist natürlich schon einiges, ohne jetzt zu wissen, was das wirklich für Eingriffe waren. Ja, das muss man auch sagen. Ich will auch nichts hineindichten, was vielleicht doch nicht der Fall war. Aber diese Eingriffe haben massiv zugenommen. Jetzt haben wir einen neuen Sprecher hier, Ingo Behne. Du warst letzte Woche schon da. Cool, dass du wieder da bist. Also gerne, wenn du was zu sagen hast, entweder sofort oder auch dann die Hand heben, wie du möchtest. Ja, gerne. Danke für die Gelegenheit. Ja, ich wollte Herrn Sauruck noch mal kurz die Frage stellen. Wir hatten ja ein Ereignis, nicht wir, sondern in Amerika, in Texas war ja vor 2 Jahren so ein starker Kälteeinbruch, Blizzard und so weiter, der da für mehrere Tage zu einer großen Lastunterdeckung führte. Der gesamte Bundesstaat Texas ist ja so ein bisschen eine Strominsel. Die sind also nicht richtig vernetzt mit den anderen Bundesstaaten und können da nicht größere Strommengen austauschen. Und es kam zu so einem sehr starken Kälteeinbruch, dass da minus 15 oder 17 Grad waren, wo sonst 8 oder 10 sind. Und dann froren Anlagen ein, die nicht richtig winterfest waren. Und es gab eine Stromunterdeckung von 40% oder sowas, hatte ich mal aufgeschnappt. Das ist ja, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie das dann ablaufen kann oder abgelaufen ist dort nicht. Die hatten also eine Unterdeckung tatsächlich von 40% und mussten, um die Frequenzen und so weiter aufrechtzuerhalten, zyklisch dann oder bestimmte Regionen und Gebiete mehrere Stunden, halbtageweise oder tageweise aus Strom setzen. Das war eine kritische Situation. Ich hatte auch gehört, in Summe sind da auch natürlich Leute erfroren, hatten sich vergiftet, weil sie irgendwie Lagerfeuer innen drin gemacht haben oder einen Grill angeschmissen. Aber die Frage, hatten Sie das mal ein bisschen beleuchtet, wie die Erfahrungen dort waren? Plünderungen habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass das da zu großen Plünderungen kam. Das Geschrei war natürlich groß, weil Leitungen einfroren und Wasser nicht verfügbar war. Also Leitungswasser, wenn das die Gebäude abkühlen, die sind da nicht so gut isoliert und so weiter. Das hat dann große Schäden verursacht. Und das ging ja, ich weiß nicht, 8 oder 10 Tage, bis das da wieder einigermaßen ins Lot kam. Haben Sie da ein paar Erkenntnisse aus den Erfahrungen dort? Ich habe mir das leider nicht im Detail anschauen können, weil meine Ressourcen dahingehend ändern sind. Also was ich noch im Kopf habe, es war eben knapp davor, dass es wirklich zum Blackout gekommen wäre. Das konnte eben durch eine Flächenabschaltung verhindert werden, soweit mir. Was heißt Flächenabschaltung? Was ist das? Dass eben 5 Millionen Menschen eben abgetrennt worden sind. Also die Last von 5 Millionen, also 5 Millionen Menschen waren, glaube ich, betroffen. Das heißt, eine Region wurde abgeschaltet und es gab keine Strommangellage. Das heißt, dass ich das rollierend machen kann, sondern es wurde einfach dieses Gebiet abgeschaltet und es wurde damit eingefroren. Kann auch damit zusammenhängen, dass die Erzeugungsstruktur so aufgestellt war, dass es gar nicht anders gegangen wäre. Aber das weiß ich jetzt eben nicht im Detail. Ich glaube, 2-3 Tage. Und das Problem, was dort natürlich massiv war, war ja, dass Texas grundsätzlich ein warmes Land ist. Und das heißt, dort sind die Leitungen und so weiter nicht isoliert, weil es eben diese Kälte normal nicht gibt. Und durch diese Spillover, die jetzt zunehmen und bisher immer Amerika getroffen haben, aber auch in Europa zumindest möglich wären, kommt eben die Kälte in Regionen, die bisher damit nichts zu tun hatte. Und damit gab es auch diese massiven Leitungsplatzer, also wo man auch Videos gesehen hat, wo das Wasser durch die Häuser geschossen ist. Und natürlich sind da Menschen erfroren dann auch oder gestorben durch fehlende Versorgung. Das heißt, das war natürlich die super Kombination. Einerseits extreme Kälte,
schlechte Vorbereitung, weil das halt bisher nicht die Erfahrung war. Stromausfall über mehr Tage, dann, ich glaube, Schnee auch noch dabei. Also das ist natürlich die Kombination, wo ich dann natürlich schon massive Probleme habe. Aber ich habe es leider nicht geschafft, eben im Nachgang das anzuschauen, welche weiteren Folgen waren. Wobei ich sage jetzt, 5 Millionen, das ist noch immer eine überschaubare Größe. Ne? Das Problem wird dann kritisch, wenn es wirklich mehrere, also deutlich mehr Menschen betrifft, größere Regionen trifft, vor allem auch urbane Räume größere trifft, weil dort halt die Versorgungslage sich massiv rasch zuspitzt und vor allem die Wiederherstellung der Versorgung nach der Stromwiederherstellung das große Problem ist und nicht der Stromausfall per se. Ne? Der Stromausfall löst einfach eine Kettenreaktion aus, beginnend in der Telekommunikationsversorgung, wo hohe Schäden zu erwarten sind, aber nicht nur jetzt Telekommunikationsversorgung, sondern in allen IT- und Gebäudeleittechnik- und Steuerungsbereichen, weil wenn beim Wiederhochfahren des Stromnetzes hohe Spannungen und Stromschwankungen auftreten, dann kann das eben zur Zerstörung führen. Beziehungsweise Infrastruktur ist sowieso schon heikel, vor allem die, was immer im Stromnetz hängt und versorgt wird, dass du allein schon beim Stromausfall normal Schäden auftreten und das natürlich in so einem Fall noch verstärkt auftritt. Und ohne Telekommunikationsversorgung gibt es eben keine Produktion, keine Logistik, keine Treibstoffversorgung. Und auch wenn das wieder, also die Telekommunikation wieder funktioniert, ist es auch nicht, dass man jetzt auf Knopf drückt und das funktioniert wieder, sondern da muss ich erst die Schäden beheben, die Produktion wieder starten, wo ich hoffe, dass die Mitarbeiter überhaupt kommen und dann die ganze Warmverteilung beginnen. Und daher dauert es einfach. Und das ist halt meine Erkenntnis auch mit den vielen Projekten oder Betreuung, Unterstützung von Organisationen, dass diese Folgewirkungen einfach unterschätzt oder massivst unterschätzt werden. Man spricht immer und bereitet sich auf einen Stromausfall vor, aber das ist nicht das Problem, sondern das, was danach kommt. Und da sind wieder wir alle eben gefordert, weil wenn wir uns nicht selbst versorgen können, dann wird es niemand anderer können. Und wenn die Mitarbeiter eben nicht in die Arbeit kommen, weil sie zu Hause nichts haben und ein Problem haben, um die Produktion zu starten, dann wird es wirklich kritisch. Ne? Und das gilt es eben zu verhindern. Das, was danach kommt, werden wir auch noch besprechen. Ja. Aber schön, dass das schon mal angeklungen ist. Ich würde noch mal beim Hier und Jetzt bleiben. Und bevor Anton Jäger, der sich jetzt gemeldet hat, zu Wort kommt, unbedingt sogar, würde ich gerne vorlesen lassen, was der Deutsche Städte- und Gemeindebund so alles plant oder oder anregt. Bitte. Genau. Deutscher Städte- und Gemeindebund warnt vor flächendeckenden Stromausfällen und hat daher einen 3-Stufen-Plan vorgelegt. Erstens Momentanreserve. In Deutschland gibt es die sogenannte Momentanreserve. Generatoren, die in konventionellen Kohle- und Atomkraftwerken laufen. Kommt es zu einem Frequenzabfall, können sie schnell aktiviert werden. Zweitens Ersatz. Das sogenannte N1-Kriterium besagt, dass beispielsweise beim Ausfall einer Stromleitung immer Ersatz zur Verfügung stehen muss. Dadurch soll ein deutschlandweiter Sicherheitspuffer entstehen, der im Fall der Fälle einsatzbereit ist. Drittens, Import. Wird in Deutschland nicht ausreichend Strom erzeugt, muss am europäischen Strommarkt zugekauft werden. Allerdings ist das Potenzial für zusätzliche Kapazitäten hier aber beschränkt. Erst recht in der aktuellen Energiekrise. Ja, kommen wir so durch, Herr Sauron? Die momentane Reserve muss nicht beschärft werden, sondern die ist eben genau der kritische Punkt auch für die Fragilität des Systems, weil die einfach permanent in den Generatoren der Großkraftwerke enthalten ist. Und das Problem ist, wenn man diese Großkraftwerke und dazu gehören auch die Kernkraftwerke und halt Gas, Kohle, aber auch Wasser, wenn man die stilllegt oder die halt nicht im Einsatz sind, wenn zu wenig Wasser da ist, dann wird diese momentane Reserve reduziert und die fehlt vor allem bei den Erneuerbaren, weil die diese Funktionalität nicht mitbringen. Und dazu müsste man Großspeicher ausbauen, Leistungselektronik, die das eben nachbilden, aber das ist noch eher im Entwicklungsstatus, wobei es jetzt in anderen Ländern schon State of the Art ist, auch in Großbritannien, in Australien oder in Kalifornien, weil die schon weit mehr Probleme haben. Das ist der eine Punkt, die momentane Reserve. Das andere, der zweite Punkt war, also ein N-1-Prinzip. Genau, was ist das eigentlich?
Das heißt, es darf zu jeder Zeit ein Betriebsmittel ausfallen und die anderen Betriebsmittel im Netz müssen das kompensieren können. Man hat aber gesagt, man muss immer mehr, also man, die Aufforderung ist jetzt für den kommenden Winter mehr an die Leistungsgrenzen der Leitungen zu gehen. Das heißt, bisher wurden Leitungen 50% oder weniger belastet, weil wenn eine ausfällt, damit die Last von der anderen Leitung übernommen werden kann. Wenn ich die Leitungen aber immer mehr auslaste, habe ich das Problem, dass dann eben Überlastung gibt und dann schaltet sich diese Leitung vielleicht auch noch ab. Und das hatten wir letztes Jahr am 8. Jänner in Kroatien, wo es zu einer Überlastung eines Umspannwerks in Kroatien kam. Das hat sich bestimmungsgemäß abgeschaltet zum Eigenschutz, damit es keine Zerstörung gibt. Und dann ist diese Last, die dort drüber geflossen ist, aufgeteilt worden, physikalisch, nächsten Weg, geringster Widerstand. Und in Folge sind 13 weitere solche Knotenpunkte ausgefallen. Und das ist genau die Gefahr, wenn ich die Betriebsmittel zu sehr belaste und keine Puffer mehr habe. Und da kenne ich auch die Aussage aus Deutschland, dass das mittlerweile State of the Art ist und dass man daher Leitungen, die man ertüchtigen oder höhere Leistungsfähigkeit ausbauen könnte, derzeit gar nicht machen kann, weil man die Leitung gar nicht ausschalten kann, weil die anderen Leitungen schon so belastet sind, dass das nicht mehr funktionieren würde und daher kann man die Ertüchtigung nicht mehr durchführen. Das ist nicht immer und überall so, aber das ist auch ein Punkt, warum es immer schwieriger wird, das zu machen. Und der dritte Aspekt war dann am Strommarkt einkaufen, das ist so naiv, ne? Natürlich am Strommarkt wird gehandelt, aber es kann halt nur das gehandelt werden, was verfügbar ist. Und in den letzten Jahren waren halt Frankreich und Deutschland die letzten wirklichen großen Exporteure von Strom. Frankreich wird heuer selbst importieren, hat es gesagt. Und wie es derzeit ausschaut, wird es notwendig sein, weil die eben nicht genug Leistung auf die Beine bringen. Und Deutschland ist das letzte Land, das noch exportieren konnte bisher. Jetzt mit der Aufschiebung des Atomausstieges kann es hoffentlich gelingen. Aber es gibt dann nichts am freien Markt. Ne? Und man sagt ja, man wird in Österreich, hat man Kraftwerke allokiert, also eingekauft. Ja, aber wir importieren im Winter selbst aus Deutschland Strom. Also wie das dann gehen soll, das wird spannend. Und das ist ja das Problem, dass wir hier einfach immer auf den Markt schauen, aber nicht, was dahinter steckt. Und darum sind die Preise so massiv angestiegen, unter anderem eben nicht nur wegen dem Gaspreis, sondern mal absehbar ist, dass wir in den nächsten Jahren auf immer kritische Zeiten zusteuern, wo eben zu wenig Kraftwerksleistungen, nämlich verlässlich steuerbare und abrufbare Kraftwerksleistungen verfügbar sind. Genau. Das ist genau das Thema. Man hat in den letzten Jahren in Europa insgesamt ungefähr 20.000 Megawatt gesicherte Erzeugung vom Netz genommen. Das ist weitestgehend, sag mal, unbemerkt gewesen. Die hohen Strompreise, die man jetzt diskutiert, Stichwort Strompreis oder Gaspreisdeckel, sind genau ein Effekt, der daraus entstanden ist, nämlich eine Verknappung des Angebotes. In Österreich haben wir ungefähr 1.000 MW gesicherte Grundlast vom Netz genommen. Im Sommer durch die Trockenheit haben wir ca. 30% Import gehabt. Mein Kollege hat vor ungefähr 20 Jahren beim Regulator angefangen, hat zu mir gesagt, es gab so eine Situation damals ganz selten oder fast gar nicht, dass Österreich importieren musste. Also wir importieren teilweise aus Deutschland, aber auch massiv aus Tschechien, aber auch aus Ungarn Grundlast. Und das gab es früher nicht. Und man hat das Angebot verknappt. Und das ist natürlich gerade in dieser aktuellen Situation dann nicht besonders hilfreich. Also da verstehe ich auch nicht, dass die Politik da so zögerlich ist. Der Herr Strugel, das ist der Vorstandschef vom Verbund, unserem größten Stromversorger, hat selber vor kurzem im ORF, im Radiointerview gesagt, dass das Kraftwerk Mellach zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel erforderlich wäre, nicht vor April nächsten Jahres wieder ans Netz geht. Das bräuchten wir eigentlich jetzt, in der jetzigen Situation, mit seiner Leistung. Ja, Herr Sauer, das Problem dabei ist, dass in der Politik, Verwaltung oft geglaubt wird, wenn ich heute eine Verordnung schreibe, dass die morgen funktioniert, dass dahinter aber umfangreiche Maßnahmen notwendig sind, eben jetzt auch Mellach betreffend eben. Man hat dort einfach auch gesagt, aufgrund einer Erfahrung von vor 10 Jahren, wo man die Anlagenbetreiber dann im Regen stehen lassen hat, das war bei der letzten großen eben Kältewelle und Gaskrise, hat man gesagt, wir brauchen alles vorz hoch und hinten nach reden wir dann, wie wir das finanziell auch abwickeln. Und nachher hat sich keiner mehr dran
Ja, und damit hat, aber nachher hat sich niemand mehr daran erinnern können und die Betreiber sind drauf sitzen geblieben. Und der, es war heuer oder jetzt die Vorgangsweise, man hat gesagt, wir wollen das fix im Gesetz oder Verordnung haben, vorher greift man nichts an. Ne? Und damit ist natürlich wichtige Zeit einmal vergangen und das andere ist natürlich, das Kraftwerk war für ja Stilllegung oder ist eingemottet. Das dauert eben Wochen, Monate mal, das wieder in Betrieb zu nehmen und dann muss ich schauen, ob das Personal wieder auftreibt, weil das ist ja nicht mehr da, weil wenn es nicht mehr braucht, bis hin zur Kohle, die es nicht mehr vor Ort gibt, die ich erst irgendwo organisieren muss, da kann ich nicht einfach die nächste Kohle nehmen, die ich irgendwo kriege, sondern die muss genau auf diesen Anlagentyp zugeschnitten sein. Und nachdem bisher vieles auch aus Russland kam, jetzt vor allem für Deutschland auch, unsere kommt, glaube ich, aus Polen, gibt es die halt nicht einfach irgendwo um die Ecke, sondern die muss jetzt in Südamerika, Südafrika oder in Australien beschafft werden. Und dann haben wir das nächste Problem in Deutschland, dass im Sommer eben durch das Niedrigwasser es nicht wirklich möglich war, Kohle zu transportieren auf dem Rhein. Das heißt, das war das nächste Bottleneck. Jetzt habe ich gerade gelesen, es gibt jetzt so Güterzüge, nicht? Güterzüge haben jetzt Vorrang, damit man die Kohle hinbringt, aber die brauchen, glaube ich, in der Woche 20 solche großen Güterzüge, damit die da fahren. Ne? Also da sind ja viele Dinge, die zusammenspielen, die meistens nicht mitbedacht werden oder einfach als selbstverständlich hingenommen werden. Und das ist halt unser Problem mit sehr einfachen, linearen Denken, wie es bisher durchaus funktioniert und erfolgreich war. Aber in der komplexen Situation, die wir einfach vor uns haben, in der Infrastruktur, in der ganzen Versorgung, führt das einfach zu Nebenwirkungen, die kaum jemand am Radar hat. Und das ist eben wieder das große Problem eigentlich dabei. Jetzt würde ich wahnsinnig gerne Anton Jäger bitte zu Wort kommen. Ja, hallo, danke. Grüß Gott. Ich das mit diesem Elektrogedöns, was die beiden Herren gerade gesagt haben, das verschärft es ja noch alles, weil ich habe Kundenkontakt und die Kunden, vorwiegend Rentner, packen ihre alten Heizlüfter aus, ja. Und die werden sie anschließen. Und eventuell haben die sogar noch einen vielleicht günstigen Vertrag und werden dann statt ihrer Öl-Luft-Kachelofen den Elektroheizer anschließen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Kam nicht vom WDR so eine Aussage, dass bei 600.000 Lüftern unser Netz auch anfängt, dann Probleme zu bekommen. Und noch was Zweites, kann mir jemand erklären, warum der Pelletspreis sich fast vervierfacht hat? Dankeschön. Erstmal eins nach dem anderen. Ich würde gerne das mit den Heißlüftern prioritär behandeln. Ein mir nicht ganz unnahe stehender Mensch aus meiner Familie, ich denke, hört gerade zu, ist auch völlig in Ordnung, hat mal errechnet, dass es doch gar nicht so, also dass es günstiger kommt, wenn er den Heizlüfter anmacht, als die Gasheizung. Ich weiß nicht, ob die Rechnung stimmte, also ich traue ihm durchaus mathematische Kenntnisse zu. Jedoch, was Anton Jäger gesagt hat, was passiert, wenn die 650.000, die in den letzten Monaten gekauft wurden in Deutschland, alle zusammen am Strom, ja, also alle gleichzeitig werden sie nicht, aber ja, die Gefahr ist doch real, oder, Thomas? Ja, nicht nur gekauft, die packen auch die alten, die sie vor 20 Jahren gekauft haben, wieder aus, angemerkt. Und zum Abschlag mit den Gaspreisen hast du wahrscheinlich gar nicht Unrecht, dass sich das wahrscheinlich doch eventuell rechnet, eher den Heizlüfter anzumachen wie die Gastherme. Entschuldigung, danke. Also das ist natürlich schon ein Thema. In Österreich haben wir zum Beispiel diesen Strompreisdeckel, diesen ominösen, wo dann die Konsumenten sich ernsthaft jetzt überlegen, eben nicht mehr mit der Gastherme zu heizen, sondern wirklich per Strom. Weil sie sehen dann, sie haben einen Gaspreis, der ist weit über 10 Cent und der Strompreis, der ist drunter bei 10 Cent. Und ich habe konkret schon von Leuten gehört, die mir gesagt haben, sie haben bei Amazon sich entsprechende Radiatoren bestellt oder diese Infrarotheizer für daheim. Also, dass das natürlich zu einer Stromnetzbelastung kommt, die wir eigentlich jetzt gar nicht gebrauchen können, ist, glaube ich, sollte eigentlich klar sein. Also eigentlich gibt es nur ein Mittel, was man schnell machen sollte. Und da wundert mich auch wirklich das Zögern der Politik, wirklich das Angebot zu erhöhen. Und zwar wirklich nicht mit irgendwelchen Projekten, die irgendwann kommen, sondern wirklich jetzt sofort die Erzeugungsanlagen, die verfügbar sind, intakt sind und laut TÜV auch einsatzbereit, die wieder ans Netz zu bringen. Wir haben selber als Firma einen österreichischen Versorger gefragt, ob wir ein Kraftwerk mieten könnten.
Und da hat es geheißen, dass genau das, was der Herbert Sorg sagt, der Brennstoff fehlt und die Mannschaft ist in Pension, wobei man in Deutschland hat man das ja bei einem 750 MW Kraftwerk sehr wohl hinbekommen. Also ich halte das durchaus für machbar. Und mir hat dann ein Kollege dann gesagt, aber es ist nicht gewünscht, es ist nicht gewollt. Ich habe da nicht weiter nachgefragt. Ich habe den Eindruck gehabt aus der Antwort, dass es politisch nicht gewollt ist, dass man das wieder anfährt. Aber 100 MW haben oder nicht haben, finde ich in der jetzigen Situation schon nicht unbedeutend. Herbert Sorg? Ja, es ist sicher eben, wenn ich sage, ich habe zu wenig, dann müsste ich eigentlich aktivieren, wo es geht. Wobei ich da auch ins Rennen werfe, nachdem jetzt in Deutschland wieder viele Kohlekraftwerke ans Netz gegangen sind oder gehen sollen, zumindest die Genehmigung haben, die eigentlich schon für den Abbau oder halt in Netzreserve oder sonst irgendwie vorgesehen waren. Ich gehe davon aus, dass niemand wirklich groß in etwas investiert, wenn ich weiß, dass das übermorgen zerstört wird. Das heißt, weder in die Wartung noch ins Personal noch sonst irgendwas. Das heißt, ich sehe da auch einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor, was passiert mit diesen Anlagen, vor allem wenn es eine Situation gibt, wo vielleicht alle am Anschlag fahren müssen, um das noch irgendwie sicherstellen zu können. Also auch da einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor. Auf der anderen Seite jetzt auch Richtung Heizlüfter das Thema, ich fürchte, dass das vor allem zuerst einmal lokal in der eigenen Hausinstallation oder dann im Ortsnetz massive Probleme auslösen wird. Also gar nicht so jetzt das Gesamtsystem überlastet, wobei mit einer gewissen Menge das natürlich zusätzlicher Faktor ist. Aber die Hausinstallationen sind ja oft jetzt bei älteren Häusern nicht am Stand der Technik. Und wenn ich sage, ich habe da jetzt einfach Großverbraucher, die es bisher eigentlich gab und vor allem nicht nur für ein paar Minuten mehr Wasserkocher, sondern vielleicht stundenlang, und das macht nicht nur einer im vor allem Mehrparteienhaus dann, sondern viele, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit dort zu Ausfällen und Schäden führen, bis hin zu Bränden auch. Und ich kenne schon Aussagen aus Städten in Deutschland auch, dass man wahrscheinlich dann wirklich auch Straßenzüge abschalten muss, weil sonst möglicherweise Betriebsmittel dahinter, nämlich Transformatoren überlastet werden, die dann Schaden nehmen könnten und damit einen längerfristigen Ausfall hätten. Und wenn ich auf der anderen Seite höre, dass derzeit Lieferzeiten von ja bis zu 2 Jahren gibt für diese Komponenten, die jetzt auch nicht mehr groß auf Lager sind, weil das ja alles totes Kapital ist und nicht mehr gemacht wurde in den letzten Jahren, sondern auch eingespart wurde, dann könnte das natürlich massivste Probleme auch da auslösen, auch wenn es dann halt nur die betroffenen Menschen und jetzt Regionen trifft, aber nicht das Großsystem. Also auch von der Seite, ja, es wird leider einiges auf uns zukommen. Also was mich wirklich stutzig macht, ist die Reaktionsgeschwindigkeit der Politik in der ganzen Situation. Das erinnert mich wirklich an eine Feuerwehr, wo jemand kommt und sagt, am Horizont könnte Qualm sein und die Mannschaft sagt, wir gehen jetzt mal noch in Würstelstand und essen noch mal schnell was und schauen uns dann nachher die ganze Sache an. So ein bisschen wirkt das auf mich. Also, dass man da nicht schneller reagiert, bevor es dann zu Ärgern kommt. Hätte ich 2, 3 Bemerkungen zu, wenn ich ergänzen darf. Ja, unbedingt, Ingo. Genau. Also, in der Sonderanalyse von den Netzbetreibern sind ja ein paar Punkte darin aufgeführt. Das eine ist genau, dass Netzreserve wieder verfügbar gemacht wird. Es wurden ja Kohlekraftwerke stillgelegt und die von der Bundesnetzagentur. Ja, trotzdem, was ist denn Netzreserve, bitte, für die Leute, die keine Ahnung haben? Genau. Also, es wurde also ja, der Pfad ist, dass man Kohlekraftwerke außer Betrieb nehmen will und wir von der Kohle loskommen wollen und die Netzbetreiber das ein oder andere Kohlekraftwerk schon außer Betrieb genommen haben und dafür kleine Prämien auch bekamen und die Bundesnetzagentur aber gesagt hat, ihr könnt nicht alles abschalten, was ihr da macht, sondern einen Teil davon müsst ihr in der Netzreserve behalten. Also, wenn wir laut rufen, dann müsst ihr die wieder betriebsfähig kriegen innerhalb von ein paar Wochen, dass wir die nutzen können. Also, sie sind nicht dauerhaft stillgelegt, sondern eben kalt. Und vielleicht auch nicht genug Kohle da, um das Wochen- und Monate lang zu betreiben. Aber wenn wir rufen, dass das dann in ein paar Monaten geht. Und in dieser Zusammenhang sind 6 Gigawatt eben aufgerufen, die jetzt die Netzbetreiber aus dieser Netzreserve wieder aktivieren sollen. Und dann traten genau diese Dinge auf, dass wir dann auch ausreichend Kohle brauchen. Dann war im Sommer zu wenig Wasser auf den Flüssen. Die Schiffe können nicht ausreichend transportieren. Dann wurde die Bahn gefragt. Die sagte, sie hat nur noch 1000 Waggons dafür und so weiter. Aber da ist inzwischen auch einiges passiert. Die Bahn hat selber die Zahl der Kohle-Schüttgut-Waggons verdoppelt auf 2000, glaube ich, die sie inzwischen zur Verfügung haben.
Die Netzbetreiber sind dabei, Kohlekraftwerke jetzt wieder verfügbar zu machen, also in Betrieb zu nehmen, Größenordnung 6 Gigawatt. Und da ist die Politik sehr wohl hinterher, auch in Rücksprache mit den Stromanbietern und den Netzbetreibern. Ein zweiter Punkt, nochmal ein Gedanke. Ich würde gerne den Punkt noch da lassen. Du meintest, die Politik ist dahinterher. Kannst du das nochmal ganz kurz konkretisieren? Woher hast du diese Information und wie siehst du das? Also, weil ja klar die Aufforderung kam von der Bundesnetzagentur, dass ihre Kaltreserven oder ihre Netzreserven wieder aktivieren sollen. Ja, wenn ich da einhake, die Netzreserven waren einfach Kraftwerke, die zur Verfügung stehen, wenn es wirklich ein größeres Problem geben sollte, aber die dürfen nicht im Markt mehr mitspielen. Also die sind Standby für Netzsicherheit. Das, was jetzt passiert auch zum Teil, ich weiß nicht, in welcher Größenordnung ist, dass sie jetzt auch wieder im Markt mitspielen dürfen, damit man die Preise halt vielleicht doch auch ein bisschen im Griff behält, weil die Netzreserve heißt, das wird eben nicht mehr als Kraftwerk bezeichnet, sondern irgendeine andere Bezeichnung. Und ja, die Kosten dafür, die tragen wir alle im Rahmen der Netzgebühren. Und daher steigen die Netzgebühren immer, weil wir nicht eigentlich in die Infrastruktur investieren, sondern so viele Ersatzmaßnahmen dort verstecken. Auch die Redispatch-Maßnahmen und so weiter, die sind dort drinnen geparkt und viele Leute verstehen dann nicht, warum die Preise da oder die Netzentgelte so steigen, aber gleichzeitig eigentlich wird das Netz gar nicht verbessert, sondern eigentlich nur die Situation im Griff behalten auch. Ne? Ja. Der zweite Gesichtspunkt war mit den Heizlüftern. Nicht? Also dann sollte man sich mal genau überlegen, wie die Kosten sind. Wer weiß ja jeder, was die Kilowattstunde kostet. Also wir haben hier nicht so einen richtigen Strompreisdeckel mit 10 Cent, da würde ich mich drüber freuen in Deutschland. Aber eine Kilowattstunde mit einem Heizlüfter kostet eben hier 30 oder 40 Cent aktuell, wie der aktuelle Stromtarif ist. Und dann muss jeder das mal vergleichen mit seinem Öl- oder Gaspreis und da liegt er natürlich drunter. Und dann würde ich auch empfehlen, wenn es wirklich ernst ist, nimm eine Heizdecke. Die macht dich warm und wärmt nicht kubikmeterweise Luft um dich rum, da ist das nicht nötig, sondern eine Heizdecke braucht 100, 200, 100 Watt und das wärmt dich fertig. Wir würden das Netz in Deutschland sofort platt kriegen, wenn die 40 Millionen Haushalte alle zur gleichen Zeit ihren Herd bei zwei Platten anmachen. Wenn 40 Millionen Haushalte mit 2 Kilowatt ihre Herdplatte anmachen, dann haben wir 80 Gigawatt und dann ist das Netz platt. Die Situation haben wir heute schon. Also das ist aber nicht realistisch, dass diese 500.000, die sich jetzt das Ding gekauft haben, das alle unmittelbar zur gleichen Zeit anmachen. Aber das ist schon ein Alarmzeichen. Also allein ja, aus der... Genau, aus dem, du siehst, ganz kurz, genau. Das ist ein Alarmzeichen. Warum machen Menschen? Menschen reagieren auf Anreize, habe ich mal gelernt, bei MenQ, die volkswirtschaftlichen... 10 Thesen. Menschen reagieren auf Anreize. Sie reagieren offenkundig auf etwas, was da ist. Ob das denn rational ist oder irrational ist, ob das denn emotional sei oder logisch begründet, steht auf einem anderen Blatt. Aber erstmal machen das Menschen. Sie machen das, weil sie offensichtlich den Bedarf sehen. Ist der Bedarf berechtigt oder nicht berechtigt? Das ist eine Frage, ja, wer kann sie am besten beantworten? Also ich finde es nachvollziehbar, wenn die Leute das machen. Wir haben bei uns in Wien in Zinshäusern oder Mietshäusern, Mehrparteien, haben wir in der Regel zentrale Heizungsanlagen. Und da finde ich es nachvollziehbar, wenn die Leute einfach verunsichert sind und nicht wissen, was auf sie zukommt. Sie haben durch Corona schon eine große Verunsicherung erfahren, dass sie sich dann so ein Gerät kaufen und sich sagen, naja, wer weiß, wenn die Heizung zentral ausfällt, habe ich zumindest so einen Heizlüfter da. Die denken aber nicht drüber nach, was das für Folgen haben könnte, wenn alle tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann einschalten. Ja, das. Aber ich finde es von der Sache her absolut nachvollziehbar. Ja, und das haben wir wieder. Ich antworte nur kurz noch. Das ist eben das Problem der fehlenden Sicherheitskommunikation, wie ich das bezeichne, dass man eben aufklärt, welche Folgen sowas hat, weil jeder glaubt nur in seinem kleinen Bereich, das ist ja kein Problem, aber wenn man die Zusammenhänge wieder aufzeigen würde und den Menschen das vermitteln, dann würden wahrscheinlich doch mehr, ich nehme an, die Mehrzahl vernünftig auch handeln und versuchen, da eben nicht das System zu killen, aber nachdem es eher jetzt heruntergespielt wird und das nicht Sicherheit schafft, sondern eher mehr Verunsicherung und das Vertrauen halt in Politik und auch Medien ist ja in den letzten Monaten gravierend gesunken. Das ist natürlich nochmal, was dazukommt. Und
ja, wenn wir nicht schaffen, da wieder ein Niveau zu kreieren, das uns allen dienlich ist, und da geht es nicht um die Einzelakteure, sondern wir als Bevölkerung sind da gefragt. Das heißt nicht, dass man alles glauben müssen muss, irgendwer sagt, aber einfach auch Reflexion, Fähigkeit herzustellen und Dinge kritischer zu hinterfragen und auch eben weiterzudenken, vernetztes Denken vor allem auch. So jetzt. Ja, jetzt also kommt hätte, eine Nachfrage. Ich hätte genau. jetzt mal so ganz kurz eine Frage an den Herrn Sau. Bin ein großer Fan, bin auch ein Danke. Fan von Outdoor Chiemgau, habe mich da auch jetzt schon so weit vorgesorgt. Ich hatte dann eine Anfrage an die Stadt München gestellt, 1,4 Millionen Stadt, ja. Wie es denn aussieht mit der Bürgervorbereitung Blackout, eben zum Beispiel, dass man alle Netzgeräte vom Netz nimmt, wenn ein Blackout ist, dass die Bürger wissen, wo Wasserbrunnen sind und so weiter, sind die Notbrunnen, ob die überhaupt noch intakt sind. Dann gab es, habe ich mir sagen lassen, von der AfD, Entschuldigung, AfD, die sind nämlich sehr engagiert, Dringlichkeitsanfrage wegen Blackout-Vorbereitungen für die Millionenstadt München wurde mit Mehrheit natürlich abgelehnt. Wir haben im Gegensatz zum Landratsamt Rosenheim, zum Landratsamt Fürstenfeldbruck und so weiter, es besteht überhaupt keine Information für die Bürger. Ich habe jetzt mal so bei mir so im Bekanntenkreis, in meinem großen Bekanntenkreis rumgefragt. Es sind ganz viele Leute, die sagen, ach ja, da passiert schon, ja, und ich habe meinen Heizlüfter und ja, und super. Herr Sauruck, haben Sie schon eine Anfrage von der Stadt München bekommen? Weil ich habe nämlich auch Ihre Adresse weitergeleitet. Natürlich. Nein, habe ich nicht bekommen, aber ich denke, ich bin dort auch bekannt, so wie vielen anderen Regionen, und also alles kann ich eh nicht bedienen. Ich finde es unfassbar, sorry, also wie kann man Menschen, also wir haben hier ganz viele Menschen, die einfach also sich um nichts kümmern und einfach glauben, dass alles gut läuft. Also ich habe jetzt soweit mit Outdoor Chiemgau mich so vorbereitet, dass ich jetzt sag mal ganz blöd, also meine Hausgemeinschaft kann ich mit dem Generator, mit Notstromaggregat, mit Wasser, mit Benzin und so weiter, Lebensmittel, alles eingelagert, versorgen. Ich habe ein Funknetz aufgebaut mit meiner Familie, mit meinen Bekannten. Ist natürlich nicht erlaubt, okay, das wissen wir schon, aber im Notfall ist erlaubt, ja. Ich habe keine Amateurfunklizenz, bleibt jetzt unter uns. aber also ich Anzeige ist raus. Direkt. Okay, alles klar. Ich habe es aber noch nicht, ich habe noch nicht gesendet. Also ich sende nur im Notfall, ja. Aber es passiert hier in der Millionenstadt nichts. Wie kann das, also wollen wir jetzt, wollen wir das auf den Bürgerkrieg ankommen lassen? Was kann man dagegen tun? Da gibt es einen guten Hinweis, und zwar vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da gibt es ausführliche Informationen, genau. Habe ich alles weitergeleitet, aber ja, wie will man das? Will ich das an eine Stadt weiterleiten, wenn die das nicht weiterleitet? Also nicht stimmt auch nicht. Also soweit ich mitbekomme, passiert in München schon auch was jetzt Inselbetriebsfähigkeit, glaube ich, von Kraftwerken betrifft. Das heißt, die können wieder hochfahren. Es gibt schon, aber das, was halt leider immer fehlt, was halt oder völlig unzureichend ist, ist die Bevölkerungsinformation. Und ich sage, das ist aber das Um und Auf, weil solange die Bevölkerung sich nicht selbst irgendwie organisieren, helfen kann, wird es halt sehr schwierig, das zu organisieren, auch wenn der Strom wieder da ist, was ja auch in Österreich gewisse Regionen gibt, wird die Versorgung noch nicht funktionieren, und das kann ich durch nichts ersetzen. Zum Teil ist es auch bedingt, dass man ja sicher auch überfordert ist, weil das halt jetzt viele Jahre einfach nicht gemacht worden ist, sehr viel auf einmal zu tun ist, viele andere Themen auch gleichzeitig sind, auch die Ressourcen dort fehlen, bis hin, das was halt häufig ist, dass man halt nur das in seinem Zuständigkeitsbereich mögliche oder zugelassene wirklich denkt. Und ich habe das erst jetzt auch wieder erlebt in einer kleineren Stadt, wo man heilfroh war, weil ich gesagt habe, machen wir einen Workshop mit allen organisierten Hilfevertretern, und da war die Kenntnis, ja, wir müssen einen Stammtisch gründen quasi, wo man sich regelmäßig treffen, austauschen, wer welche Probleme hat, welche Lösungen hat, und dass man da einfach mehr voneinander weiß. Und natürlich in einer Millionenstadt ist das natürlich immer um Dimensionen mehr
Aufwand oder notwendig. Und ja, wir haben also jetzt 20 Jahre nichts oder kaum was gemacht in diesem Bereich und das kann man halt jetzt in wenigen Monaten kaum nachholen. Also ich habe halt jetzt inzwischen herausgefunden, dass zumindest die Stadtwerke München, die haben eine Insellösung aufgebaut. Ja. Also wenn wir einen Blackout haben, dann können die zumindest, die Stadtwerke München, das wieder hochfahren. Ja, aber das geht natürlich nicht, wenn alle ihren Heißlüfter anhaben und die Backröhre und so weiter. Okay, ja. Finde ich sehr spannend. Ich würde das Thema gerne in Richtung erneuerbare Energien lenken. Nicht, weil ich das so schön finde, sondern weil das viele Leute auch sagen. Ja, man kennt das. Also das Gespräch hatte ich letztens erst mit jemandem, wo er meinte, ja, du schreibst ja mal über Blackout und den ganzen Kram und so weiter, aber ist da nicht so erneuerbare Energien so ein Thema, wo man sagt, mein Gott, ja, dann muss man da halt eben da mehr investieren, Herr Saurock? Das Problem ist, ja, die Erneuerbaren werden dann gleich häufig als Schuldige natürlich auch geplant, mag ich so gemein, es ist nicht die Schuld der Erneuerbaren per se, sondern der Regulierung, Politik, die falsche Rahmenbedingungen gesetzt hat und weiterhin setzt, ne? Weil wenn ich weiß, ich habe ein System, ob permanent genauso viel Strom erzeugt werden muss, wie gerade verbraucht wird, und ich stelle eine Erzeugung um, die halt sehr volatil ist, weil das halt technisch so ist, dann muss ich irgendwelche Elemente, nämlich Speicher und Puffer vorsehen, um das ausgleichen zu können. Und da wurde bisher ja eigentlich völlig geschlafen, weil ja eh das andere System das bisher alles abgedeckt hat und der in bester Meinung, das funktioniert eh alles. Aber dass das nicht funktioniert, das ist halt leider viel zu wenigen bewusst. Und das ist auch jetzt in Investitionen in Infrastruktur und so weiter. Wir zehren jetzt die letzten Reserven der vergangenen Generationen auf, weil in der Vergangenheit sehr viele Puffer eingebaut worden sind. Dann hat man eben mit der Marktliberalisierung gesagt, das ist ja alles viel zu teuer und das ist ja Wahnsinn, das muss alles billiger werden. Und jetzt haben wir 20 Jahre genau diese Reserven aufgebraucht. Darum war das Ganze auch billig, weil man nichts mehr investieren musste oder kaum mehr hat. Und jetzt sind wir am Punkt, wo eben die Badewannenkurve hochsteigt und enorme Kosten auf uns zukommen würden. Und natürlich, woher kommt das Geld? Und wenn es Geld auch da wäre oder auch ist, wenn ich solche unsicheren Rahmenbedingungen habe, sich ständig das ändert, ist natürlich kein Investor wirklich interessiert. Und auf der anderen Seite, Infrastrukturprojekte dauern alle Jahre, wenn man es überhaupt auf die Reihe kriegt. Und wenn ich aber gefördert habe durch das Marktanbandling, jeder Akteur muss sich selbst optimieren. Und das ist dieses marktwirtschaftlich, nicht? Wenn sich jeder quasi selbst optimiert, dann ist das für alle gut. Das stimmt leider nur bis zu einem gewissen Grad und das ist gerade in der kritischen Infrastruktur, die wir haben, nämlich die Stromversorgung, irgendwann tödlich, weil das die Eigenoptimierung und nicht die Systemoptimierung nicht funktioniert. Punkt. Und ja, daher haben wir auch dieses Problem hier, weil hier falsche Rahmenbedingungen gesetzt wurden und das jetzt auch nicht kurzfristig zu ändern ist. Und was mir auch immer wichtig ist, es geht nicht um entweder oder. Jede Seite hat ihre Probleme und ihre Vorteile. Mein Zugang wäre wieder das sowohl als auch denken, das wir brauchen und zu schauen, welchen Mehrwert schafft die jeweilige Seite und wie kann ich das bestmöglich wieder volkswirtschaftlich sinnvoll und auch kosteneffizient kombinieren. Und es funktioniert weder jetzt, dass wir rein zurück auf fossil gehen, weil uns auch die Seiten um die Ohren fliegt, zumindest etwas längerfristig und kurzfristig mit Erneuerbare ohne irgendwelche Backup-Systeme, das auch nicht funktioniert. Wobei die Frage ist halt, wie viel können wir uns da leisten? Und der große Punkt ist auch, wie können wir Energieeffizienz schaffen? Weil das, was wir heute an Energie so einfach ohne nachzudenken konsumieren, ist durch keine Technologie, die es derzeit nun absehbar gibt, speicherbar. Und daher haben wir da auch ein Riesenthema. Ne? Ein Kabarettist, der Ludger K. heißt, vielleicht kennt der einen anderen, ihn meinte mal vor einigen Jahren, ich bin grün, weil ich es mir leisten kann. Die Thematik ist ja doch so, man kriegt das offensichtlich hin, ich hoffe das zumindest, aber ich würde gerne Ingo nochmal fragen oder vielleicht das Thema irgendwie darin weiterzubringen. Ich habe heute im Deutschlandfunk gehört, beklagenswerterweise, das, also sage nicht ich, sondern das war die Reportage,
Nur ein Zehntel der Welt ist erneuerbare Energien befallen. 9 Zehntel sind tatsächlich diese altbekannten, dreckigen Energiequellen. Gibt es eine reelle Chance, das auf 100% zu machen, also das von den 10 Zehntel werden, Ingo? Ich bin der Ansicht, ja, es gibt ja verschiedene Forschungsbereiche in dieser Richtung und wir sind in dem Prozess dahin. Und das wird auch eine ganze Weile dauern, gar keine Frage. So wie wir auch unser Stromsystem, wie wir es heute haben, über 100, 120 Jahre aufgebaut haben in dieser Größenordnung. Und ein Wechsel von traditionellen Formen zu erneuerbaren und so weiter, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein gleitender Prozess. Und wir haben es zum Beispiel in Deutschland erlebt, der Weg von 0% oder 4 oder 5% Wasserkraft bis jetzt hin 48, 49 mit viel Wind und Sonne und weiter ein bisschen Wasserkraft und ein bisschen Biogas und so weiter. Das hat 20 Jahre gedauert. Jetzt ist ausgerufen, glaube ich, eben auf 80% bis 2030, glaube ich, zu kommen, nicht? Es gibt da ambitionierte Ausbaupfade, das ist nicht ohne. Und wie Herr Sau gerade sagte, wir werden den Strombedarf auch noch erhöhen, den wir in Deutschland oder in anderen Ländern auch haben, weil wir insgesamt von der fossilen Verbrennung wegkommen. Wenn wir nicht mehr mit Öl oder Gas heizen und wir das mit Wärmepumpen machen, dann erhöht das den Strombedarf. Das ist aber effizienter, nicht? Wir brauchen dann nur noch ein Drittel oder vielleicht ein Viertel so viel Energie, wie wir bisher durch einen Schornstein raushauen, wenn wir ein Haus eben elektrisch heizen. Aber das ist ein Weg dahin und wie gerade auch kam, da müssen wir auch Änderungen im System vornehmen. Bisher reichen die Pumpspeicher, die wir vielleicht in Österreich oder mit Anbindung an Schweiz und Deutschland haben, reichen, um das jetzige System stabil und aufrechtzuerhalten. Die Margen, die wir aber haben, die Sicherheitsmargen, sind geringer geworden, genau das. Und wir erkennen auch, dass wir eben nicht mehr ein paar zentrale Systeme haben, die große Energie erzeugen, nicht ein paar große Kraftwerksblöcke, möglichst gleich in den Industrieregionen, im Ruhrgebiet oder in Bayern, sondern dass wir in der Fläche verteilt die Energie erzeugen. Und da brauchen wir auch mehr Leitungen. Mhm. Und die müssen wir auch ausbauen. Und das ist nicht von heute auf morgen getan. Wir erleben okay, aber ich würde gerne die Frage, ich habe das jetzt verstanden, also von 1/10 auf 10/10 ist möglich. Thomas, wollen wir das machen? Wie geht das? Wollen gerne. Mit wollen hat das relativ wenig zu tun. Wenn ich mir das anschaue, die Energiewende in Deutschland vor ungefähr 20 Jahren gestartet, ist mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass vom Primärenergieverbrauch inzwischen 5,5% auf Erneuerbaren umgestellt wurden. 5,5 natürlich schwerpunktmäßig Strom. Und die Kosten waren 1 Billion Euro. Die Frage ist, wenn man 100% haben will, wer kann sich das denn heute leisten? Wir haben aktuell ein ganz anderes Problem. Wir haben das Problem einer Stromknappheit. Es wurden Kapazitäten vom Markt genommen, eben aus Gründen dieser Politik. Wir wollen irgendwas tun für die Zukunft in 100 Jahren. Und haben jetzt das Problem, dass wir Probleme haben oder es zumindest schwierig ist, das Stromnetz wirklich stabil zu halten. Wir hoffen es, dass es gelingt. Und haben, wie gesagt, Doppelstrukturen. Dass das die anderen nachmachen werden, das sehe ich ganz ehrlich nicht, dass das wirklich passieren wird. Die haben nämlich nicht das Geld, was wir noch haben. Und die Industrie zeigt uns auch langsam die Quittung. Jetzt gab es die Meldung, dass BASF wegen der extremen Energiekosten in Deutschland nicht nur Deutschland verlassen wird, sondern auch gleich total abwandern wird auf einen anderen Kontinent. Die werden entsprechend die Konsequenzen ziehen aus dieser Situation. Die werden das nicht mitmachen. Das ist eine ganz klare Geschichte für mich. Also ich sehe das ganz ehrlich skeptisch. So sehr ich mir das auch wünsche, aber ich fürchte, die Realität wird eine andere sein. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren in der Energiewirtschaft und sehe das mit etwas anderen Augen. Zwei Sätze dazu, wenn ich darf. Also einmal diese 1 Billion, die ziehe ich in Zweifel. Ich kenne andere Zahlen, die weniger als die Hälfte ausmachen. Ja, und ja, vor 20 Jahren war der Preis für diese Erzeugungskapazitäten noch wesentlich höher. Wir sehen eine starke Degression der Erzeugungskosten für Solar. Nicht ganz. Also die 1 Billion sind schon richtig, weil es setzt sich zusammen einerseits aus den EEG, Förderungen 25 Milliarden pro Jahr mit 20 Jahren und dazu wurde natürlich auch noch im Netz investiert und parallele Maßnahmen gemacht, die neben der Reinförderung mit dem EEG einhergehen. Ja, das setzt sich aus dem zusammen. Also es ist nicht bloß so eine hergeschossene Zahl.
Und dass es billiger wird, ist richtig. Allerdings ist es so, es nützt mir natürlich nichts, wenn es billiger ist, wenn ich trotzdem immer noch parallel Fossile brauche, weil der andere Strom, in Deutschland setzt ja schwerpunktmäßig auf Sonne und Wind, einfach nicht da ist. Man kann das sehr leicht einfach nachvollziehen. Es gibt eine sehr schöne Webseite, wo man Live-Daten sieht von der Bundesnetzagentur. Die heißt SMARD, S-M-A-R-D. Und da kann man wirklich schauen, wie aktuell die Erzeugungslage ist in Deutschland. Man kann es filtern nach einzelnen Erzeugungsarten. Und man kann auch selber simulieren, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt einfach mal alles wegnehme, was, ich sag mal, böse Erzeuger sind, sprich alles kalorische Kraftwerke, Atome ist. Und da ist das Bild relativ eindeutig. Da, wenn man halbwegs einen Dreisatz beherrscht, sieht man, wie groß die Lücke ist. Und die wird man leider nicht schließen können, weil wir haben einfach Dunkelheit und keinen Wind. Und das kann man nur mit Speichern machen. Und die Speicherkapazitäten, die man braucht, sind so gewaltig, das übersteigt den aktuellen Kraftwerkspark in Deutschland. Also ich kann nur empfehlen, Auke Höxtra ist ein Professor der Universität Eindhoven, der kürzlich einen sehr guten Artikel, er ist hier sehr stark auf Twitter auch aktiv, veröffentlicht hat, wo inzwischen gibt es mehrere hundert Forscher weltweit, die eben Analysen und Prognosen und so weiter dafür aufzeigen, in jedem Land dieser Welt dieser Weg bestreitbar ist. Wir sind erst auf der Hälfte angekommen, das ist so, gar keine Frage. Und im Industrieland noch doppelt. Okay, andere Länder, ja, sind da weiter. Habe ich jetzt verstanden. Es sollte keine Energie, also es geht natürlich um Energie, aber es sollte keine Klimadebatte insofern werden, wie können wir das irgendwie hinkriegen mit sogenannten erneuerbaren Energien oder volatilen erneuerbaren Energien. Hier soll es heute da gehen, aber trotzdem schön, dass das etwas ausgeschweift ist. Hier soll es trotzdem da gehen, und das ist das letzte Drittel, mein Gott, das letzte Drittel dieses Spaces sollte wirklich darum gehen, was kann man tun? Ja, was tut, wenn es brennt? Weiß man hoffentlich zumindest, aber was kann man, wie kann man sich vorbereiten, tatsächlich, wenn der Strom mehr als nötig ausfällt? Da hatte ich ja vorhin das Bundesamt für Katastrophenschutz erwähnt. Hervorragend, aber wir haben ja einen Experten hinweisen da, deswegen würde ich gerne Herrn Sauruck sprechen lassen. Ja, vielen Dank. Ja, grundsätzlich, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt ja gewisse Empfehlungen heraus. Meine generelle Empfehlung ist eben auch, nicht nur 10 Tage, wie es dort empfohlen wird, weil das auf Ereignisse der Vergangenheit hin abstimmt, sondern eben auf durchaus längere Probleme auf die 14 Tage zu gehen oder auch mehr. Und das ist relativ einfach. Es beginnt mit Wasser, das hängt von der Region ab, wo ich wohne. In Österreich sage ich, es reicht ein 6er-Tragerl pro Person, weil bei uns die Wasserversorgung doch meistens nicht in allen Regionen funktioniert, zu einem, und zum anderen der Strom nach 1-2 Tagen spätestens wieder funktionieren sollte. Und damit komme ich mit dem 6er-Tragerl aus. Wenn ich in Deutschland lebe, dann ist das gescheitert, durchaus für mehr Tage was vorrätig zu halten. Der kleinen Wohnung geht das dann meistens vielleicht nicht so einfach. Dann zumindest Behältnisse, damit ich von woanders was holen kann. Wobei Trinkwasser sollte möglichst nicht jetzt aufbereitet werden müssen, sondern wirklich in Mineralwasserflaschen gelagert werden. Und auch in der kleinen Wohnung findet ihr noch immer einen Platz unter dem Bett oder in einem Kasten oder auf einem Kasten, um vielleicht Dinge einzulagern. Das andere, was wichtig ist, sind Medikamente und Erste-Hilfe-Ausrüstung, weil ja auch das dann nicht funktioniert. Und dann geht es um Lebensmittel. Zuerst einmal schauen, was habe ich im Alltag zu Hause, was ist in meinem Kühlschrank, kann ich das auch zeitnah verbrauchen, auch ohne jetzt Kochmöglichkeit oder mit Behelfskochmöglichkeit. Und dann, wie komme ich auf die 14 Tage sonst? Das heißt, einfach Nudel, Reis, Konserven. Da immer, ja, ich kann ja nicht kochen. Ja, solange der Strom nicht da ist. Wenn der Strom wieder da ist, kann ich wieder kochen, aber ich kriege nichts zum Einkaufen. Und das andere Thema, das dann immer kommt, ist ja, was mache ich mit den Dingen, wenn die ablaufen, wenn ich die nicht esse? Einfach essen, aufbewahren, weil Konserven halten Jahrzehnte, Nudelreis auch Jahre. Ich muss nur schauen, dass kein Ungeziefer dazu kommt. Und dann ist das die wichtigste Maßnahme, die ich treffen kann. Und das kostet heute mit etwas gestiegenen Preisen 50 Euro plus für eine Person um 14 Tage. Und alles andere Zusätzliche ist dann schon Add-on. Also da beginnt es von Taschenlampen, am besten Stirnlampen, Radio vielleicht, damit ich auch Informationen empfangen kann, was zur Not auch das Autoradio tut. Eventuell Ersatzkochmöglichkeiten, wenn ich eben keinen Holzofen habe,
Campingkocher, da zuerst Brennpaste am einfachsten oder was da noch gibt, aber auch da einfach bleiben und es geht um wenige Tage, die ich damit vielleicht überbrücken muss. Dann auch Bargeld ist sinnvoll, weil das Zahlungssystem, das elektronische, wahrscheinlich dann auch nach dem Stromausfall, nach dem Wiederkehr der Telekommunikationsversorgung wahrscheinlich noch Störungen haben wird. Wobei meine Empfehlung grundsätzlich ist, lieber mehr Lebensmittel einzulagern, weil da kann man auch was hergeben in seinem Umfeld, Nachbarschaft. Das schafft Sicherheit, Zusammenhalt gegenüber wirklich vielleicht Bedrohungen, die dann von weiter, von woanders kommen können. Und auf der anderen Seite, wenn ich mehr habe, dann brauche ich länger nicht einkaufen gehen, tue ich mir auch leichter. Und von dem ich immer dringend abrate, ist Notstromaggregate für den Privatbereich zu kaufen, weil man da so einen Haufen Dinge mit berücksichtigen muss, wo es auf meiner Homepage auch umfassende Abhandlungen gibt. Es geht einmal, ich muss das richtige Gerät, richtige Größe haben, sonst mache ich mal mehr hin oder es funktioniert dann eh nicht. Ich muss den Treibstoff lagern. Wenn das Superbenzin ist, habe ich eine erhöhte Brandlast. Ich muss den Treibstoff regelmäßig umwälzen, weil der kaputt wird. Und wenn ich das Aggregat nicht regelmäßig in Betrieb nehme, dann habe ich eine sehr große Chance, dass das dann sowieso nicht funktioniert. Und ob es dann über Stunden oder sogar Tage funktioniert, vor allem wenn es unter 1.000 Euro ist, ist dann nochmals mehr zweifelhaft. Also das sollte ich mir wirklich gut überlegen. Und da wäre durchaus die Möglichkeit, jetzt auch mit Photovoltaik, inselbetriebsfähige Photovoltaikanlage zu haben, die auch ohne Netz funktioniert, weil die meisten funktionieren nicht. Dann habe ich im Alltag einen Mehrwert und kann zumindest meine Kühlgeräte, vielleicht auch die Heizungspumpe weiter betreiben. Natürlich im Notmodus und nicht das, was ich im Alltag brauche. Und vor allem halt natürlich Problematik im Winter, wenn keine Sonne, zu wenig Sonne scheint mit dem Nachladen. Aber wenn ich jetzt den Speicher habe und das wirklich als Notversorgung sehe, dann komme ich auch damit wieder ein paar Tage wahrscheinlich über die Runden. Und ja, und alles andere ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Es geht darum, wenn wir es schaffen, uns selbst zu versorgen, unser Umfeld mitnehmen und dort zusammenhelfen, aufeinander aufpassen auch oder dort, wo Hilfe benötigt wird, helfen, glaube ich, dass wir auch mit so einer Situation umgehen können, ohne dass wir gleich in Bürgerkriegsangst und sonstigen verfallen müssen. Wenn wir natürlich so blauäugig weiterhin sind wie derzeit, dann werden natürlich irgendwann auch Eskalationen passieren. Aber mit jedem Einzelnen, der hier Vorbereitungen trifft und auch vor allem versucht, in so einer Situation zum positiven Gelingen der Bewältigung beizutragen, reduzieren wir die Eskalationsgefahr. Und ja, also ich höre dann immer, ja, aber die anderen haben nichts und ich muss mich verstecken. Vor allem, wenn ich einen Notstromaggregat habe, kann ich es gar nicht einschalten, weil wenn die anderen sehen, dass ich was habe, dann kriege ich Besuch. Ne? Okay, dafür brauche ich dann die Waffen. Wenn wir glauben, dass wir mit Waffen dieses Problem lösen, dann glaube ich, dass wir am Holzpfad sind. Auch wenn ich die grundsätzliche Überlegung mal nachvollziehen kann, aber ich glaube, das ist kein wirklicher Lösungsweg. Ja, daher Einfachheit, Einfachheit, Einfachheit und sensibilisieren im eigenen Umfeld, in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde lästig sein, was natürlich in kleinen Gemeinden vielleicht dann leichter zu Schritten führt, wie jetzt in einer großen Stadt, auch wenn dort sicher mehr passiert, was man halt dann nicht wahrnimmt, aber das ist halt das Kommunikationsproblem, das wir derzeit haben. Und das war halt auch wieder, auch medial in Deutschland das Thema. In Rosenheim, wo dieser Flyer ausgeschickt war, wo genau diese Information erfolgt ist, wo dann wieder Medien gesagt haben, ah, das ist Panikmache, wo man jetzt auch nicht gemeint hat. Was war das genau in Rosenheim? Die haben einen Flyer ausgeschickt, auch mit einem Zitat von mir und halt mit den Informationen, die wir in einem österreichischen Forschungsprojekt in einer Stadt im Feldbach gemacht haben, das quasi übernommen, wo die Informationen eh auf meiner Homepage auch zur Verfügung stehen, jetzt generell, was man da informieren soll. Und das wurde dann gleich wieder durch den Kakao gezogen. Und somit hat man jetzt wieder andere Gemeinden abgeschreckt, sowas auch zu machen, weil das könnte dann ja auch wieder medial zerrissen werden. Und das ist halt dieser Teufelskreis, der leider in Deutschland echt bedauerlich ist. Ist das in Österreich besser? Wesentlich besser. Also in Österreich gab es in den ganzen 10 Jahren nie, wirklich nie, so eine destruktive Medienarbeit wie in Deutschland, das eigentlich permanent ist. Es ist jetzt momentan besser geworden und ich habe jetzt doch einige Interviews auch schon gegeben, auch mit den Leitmedien, wo das jetzt doch auch anders kommuniziert wird. Das Problem ist halt auch, die Journalisten haben ja meistens auch nicht viel Hintergrundwissen. Ne? Und dann
ja, können die Dinge vielleicht nicht richtig einordnen und dann ja mit unwahrscheinlich, natürlich unwahrscheinlich stimmt, immer mit dem Blick in die Vergangenheit, sagt aber nichts über die Zukunft aus, und haben damit natürlich auch die Sache in der Hand, wie man das wahrnimmt. Ja, und das andere ist halt auch dieser, ja, quasi wir lassen uns jetzt unsere Energiewende nicht kaputt machen mit solchen Meldungen. Wie gesagt, wir müssen von allen Seiten aufeinander zugehen und überlegen, was sind die wirklichen Probleme, wie können wir die Probleme lösen, und es betrifft auch jetzt den Klimaschutz. Wir werden es weder in Österreich noch in Deutschland lösen, sondern wir müssen es global lösen. Und ich glaube schon, dass Erneuerbare dabei eine Rolle spielen. Sie werden eben nicht zum Erfolg führen, wenn wir das jetzt so machen, dass wir alles kaputt machen. Wir sollten schauen, dass man möglichst dort, wo wirklich jetzt auch die Probleme eskalieren, vor allem auch, weil wir unseren Konsum oder die Konsumdeckung ja nach China auslagern und in anderen Ländern auslagern, ohne zu hinterfragen, wie dort der Strom produziert wird. Und daher ist das alles scheinheilig. Wir sind 100% green oder haben Erneuerbare ja alles durch Zertifikate, Ablasshandel erkauft, aber nicht real. Und da muss man, glaube ich, selbstkritischer mit uns, unserem Konsumverhalten und unserem generellen Verhalten mehr umgehen. Und wenn wir einfach ja versuchen, in den Ländern, wo derzeit keine anderen Optionen sind, außer halt mit dreckiger Energie und wenig Auflagen das zu machen, vielleicht eher dort versuchen, mehr zu unterstützen, dann würde das auch dort mehr bringen, auch dem Klima mehr bringen und auch der Sicherheitslage wahrscheinlich langfristig, weil wenn wir jetzt zum Beispiel auch das Gas den anderen Ländern wegkaufen, weil wir mehr zahlen können und daher in Bangladesch oder Pakistan oder in Sri Lanka soziale Unruhen ausbrechen, dann wird das früher oder später auch wieder zurückschlagen, weil in der globalen Vernetzung und Lieferkettenproblematik wir immer irgendwo zu diesen Ländern auch Abhängigkeiten haben. Von Afrika rede ich noch gar nicht, weil dort wird es noch früher wahrscheinlich eskalieren, auch jetzt mit der Klimakrise, die dort natürlich auch Situationen schafft, wo das Leben immer schwieriger wird auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich diese Bevölkerungsexplosion, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Und wenn man so hört, gewisse Länder werden in den nächsten 10 Jahren so viel Bevölkerungszuwachs haben, wie wir in ganz Europa haben, dann wir müssen global denken und die Probleme mal größer anschauen und nicht nur im kleinen Mickey Maus Dorf, weil unsere Anstrengungen sind zwar löblich, aber die lösen nicht die wirklichen Probleme. Da haben Sie jetzt mir wenigstens 2 Pointen geklaut. Also die eine, da bin ich ein bisschen sauer, aber keine Sorge, kriegen wir hin. Die eine war im Wesentlichen, was zum Beispiel in Bangladesch anging. Es gibt einen Professor, der heißt Jürgen Karl, Professor Jürgen Karl. Und der ist nicht nur Professor, sondern sogar aus Nürnberg, lehrt an der FAU und hat genau diesen Tweet abgesetzt, Albert. Angst vor Blackout im Winter. Gestern hat mir ein Student erzählt, bei ihm zu Hause in Bangladesch gibt es seit Monaten ständig Blackouts, weil seit Monaten Erdgas nur noch nach Europa geliefert wird. Ja. Also Blackouts zum Glück nicht. Es gab jetzt ein Blackout, sondern Stromausfälle, Strommangellage ist natürlich auch schlimm, aber Blackout ist noch eine größere Nummer. Nicht? Also das ist auch immer, was in den Medien gerne pauschal verwendet wird. Jeder Stromausfall ist mittlerweile Blackout. Und ich würde vom Blackout sprechen, wenn es wirklich zu einem großflächigen, ungeplanten Systemausfall kommt. Also nicht nur ein paar kleine Regionen, sondern wirklich, wo Betriebsmittel in großem Stil sich vom Netz trennen müssen, weil sie sonst kaputt werden und der Wiederanlauf einfach wesentlich länger dauert. Und das ist auch der Fluch für Europa, weil wir so eine Versorgungssicherheit in allen Lebensbereichen haben, haben wir kaum mehr Rückfallebenen und daher ist es umso schwieriger, mit so einer Situation umzugehen, wie etwa in Bangladesch oder in anderen Ländern. Umso weniger verstehe ich dann die Reaktion unserer Politiker auch in Österreich, dass man nicht bereit ist, bei uns zum Beispiel das Erdgas zu fördern, sondern stattdessen lieber zum Beispiel nach Abu Dhabi jettet, um da das Flüssiggas zu kaufen. Das Gleiche ist in Deutschland, das ist verboten. Und ich denke mal, gerade in Krisensituationen sollte man da aufwachen und eben wirklich die heimischen Ressourcen nutzen, zumal ja auch die Industrie jetzt zunehmend da ein Problem kriegt. Ja, wir haben da multiple Probleme. Und das lässt sich immer wieder zurückführen, wenn ich nicht
über den Tellerrand hinaus denke und versuche, die Probleme eben aus unterschiedlichen Sichten wahrzunehmen und dann versuche, den Bestmöglichen. Und es wird immer massive Zielkonflikte geben. Das geht im komplexen Umfeld gar nicht anders. Aber wir glauben immer, mit Schwarz-Weiß-Lösungen können wir was lösen. Und das können wir eben nicht. Und das ist dieses lineare Denken, das ich so anprangere. Das ist bisher durchaus sehr erfolgreich war, aber jetzt in diesem Umfeld und mit diesen Problemen, vor denen wir stehen, in vielen Bereichen, nicht nur jetzt Energie, auch im Klima und auch Bevölkerungsentwicklung und, werden wir keine Probleme lösen, sondern sie nur noch mehr verschärfen. Und daher ist leider halt meine nicht so optimistische Aussicht, es muss wahrscheinlich gröber scheppern, bevor wir wirklich realisieren, dass es so nicht geht, dass wir unser Verhalten ändern uns. Ja. Das sehe ich genauso. Da sehe ich leider auch keine Hoffnung im Tunnel momentan. Genau, Herbert. Und das ist mein Stichwort. Es wird scheppern. Salut zusammen, Simon. Ja, Herbert, ey, ich danke vielmals für Ihre Ausführungen. Ich würde gerne da etwas hinzufügen, irgendwo vor 10 Minuten, weil wir müssen uns irgendwie zusammenfinden, wenn es irgendwie einen Kollaps gibt oder so. Der ist schon lange vorbei. Das ist doch ein sukzessives Aufbauen seit Jahrhunderten von Jahren, dass wir das eben nicht können. Wir sind uns neidisch gegeneinander, zueinander. Das wird gar nicht mehr möglich sein. Weil wenn es scheppert, dann scheppert es richtig. Und dann bricht das Chaos aus. Und das ist doch einfach so. Also sehe ich das falsch, Herbert? Ja, und da sind wir wieder, wenn große Systeme jetzt in Turbulenzen geraten, dann ist das die einzige Chance, und das beginnt eben beim Blackout mit dem Telekommunikationsausfall, dezentrale funktionale Strukturen zu erhalten oder wiederherzustellen. Und daher ist die Gemeindeebene, die Region das Wichtigste, weil dort eben eine gewisse Grundversorgungsfähigkeit schon im Vorfeld etabliert werden kann, indem man regionale Versorgung wieder mehr wertschätzt, weil das einfach auch wesentlich zur Krisenfitness beiträgt. Und ja, es wird einfach so nur funktionieren, indem wir wirklich im eigenen Umfeld versuchen und auch wenn wir im Alltag vielleicht mit wenig Kontakt haben oder Vorbehalte haben, es wird nicht anders gehen. Und wenn wir das nicht machen, sondern jeder nur für sich, dann wird das halt noch schärfer passieren. Und was man auch aus Kriegsgebieten lernen kann, Balkan, die Einzelkämpfer sind die Ersten, die aussterben. Also jene, die kooperieren, sind die, die was überleben. Und das ist auch in der Evolution einfach so passiert. Also daher auch immer diese Warnung vor diesen Untergangsszenarien. Natürlich besteht das Potenzial, dass einiges in dieser Situation eskaliert. Aber es hängt immer auch von uns ab. Wenn wir versuchen, Struktur zu schaffen und die positiven Menschen versuchen, die breite Masse, die eher erstarrt und abwartet, zu motivieren, doch was trotz der kritischen Situation Positives zu machen, glaube ich, dass wir da mitziehen können. Wenn das nicht passiert und jetzt die negativen Player das übernehmen, dann wird es halt in die andere Richtung kippen. Und das gilt es eben zu verhindern. Und das geht nur, wenn wir alle versuchen, in die positive Richtung mitzuwirken. Das ist halt die Frage, wie man die positive Richtung bekommt. Also zumal ja die Energiepolitik gerade auch in Deutschland eher für meine Begriffe zeitweise in den Diskussionen schon fast einen religiösen Charakter hat. So nach dem Motto, wir müssen einfach nur daran glauben. Wenn man sich dann die Strompreisentwicklung ansieht und die Erdgaspreise, das ist ja ein ganz klares Zeichen von Versagen, Verknappung des Angebotes und da nicht entsprechend darauf reagiert. Das ist halt die Frage, wenn man da dagegen versucht zu argumentieren. Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt in der Geschwindigkeit, Kurzfristigkeit noch verändern wird können. Also es wird scheppern, weil man es nicht glaubt, bis es nicht bewiesen ist. Und das ist halt das Problem, weil zu viele Akteure, und wir sind in der Geschichte leider nicht weitergekommen, weil eben vor dem Zweiten Weltkrieg auch viele vielleicht das nicht so wahrgenommen haben oder zu unterschätzt haben. Und noch hat man gesagt, nein, wir müssen daraus lernen, wir dürfen das nie mehr so weit kommen lassen, Sozialpartnerschaft, zusammenhelfen und so weiter. Und von meinem Gefühl, und das wird mir leider auch von Historikern bestätigt, sind wir eigentlich wieder in einer ähnlichen Situation, auch in einer anderen Konstellation, wo wir genau diese Probleme übersehen und die uns dann halt einholen. Ich glaube, wir haben heute verlernt, einfach ein bisschen Probleme zu lösen. Das ist mir schon oft passiert,
dass erwachsene Leute in meinem Umfeld, wenn es Probleme gab, sich nicht in der Lage gezeigt haben, es wirklich so zu lösen, dass das Problem nicht mehr da ist. Da habe ich verschiedene Beispiele in meinem Leben schon erlebt. Da denke ich mir jedes Mal, wie kann das eigentlich sein? Die Leute machen die Augen zu und sagen sich, ach, die Zeit wird das von selbst erledigen. Ja. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich so ein bisschen ratlos bin. Aber ja, Thomas, ja. Darf ich schnell, Herbert? Darf ich? Ja, ja, unbedingt. Danke. Aber Thomas, das ist ja, das ist doch bewusstes auf, das wurde bewusst aufgebaut. Das glaube ich nicht. Nein, nicht. Das ist kumulierende Dummheit. Nein, das ist überhaupt nicht dumm. Und wir Menschen sind nicht dumm. Nur, das wurde ganz gescheit aufgebaut. Wir gehen arbeiten, wird die Freiheit suggeriert. Ja, du kannst rechnen lernen, du kannst lesen lernen. Und für was? Wir gehen arbeiten, damit wir ein Familienhaus haben, ein Auto, zwei Auto, eine Familie. Das gibt uns das Gefühl, nur schnell, wenn ich das sagen darf, das gibt uns das Gefühl von Freiheit. Aber wir interessieren uns nicht mehr, wer im Wohnblock wohnt, der Nachbar nebenan oder so. Deshalb. Okay, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, das wir heute nicht mehr erklären möchten. Tu was ganz kurz. Wir werden das heute nicht zu Ende klären und erklären. Nee. Schon klar. Ganz kurz, darf ich bitte ausreden? Das ist hervorragend, ist übrigens auch Mindspace. Ich würde wirklich das Thema da lassen, wo es ist. Die Gefahren sichern, absichern, ja, aber auch nicht Panik schüren. Das haben wir heute gelernt. Das sollte man nicht tun oder hoffentlich nicht nur heute. Aber im Wesentlichen sollte man das nicht tun. Andererseits, und auch die Frage an Herbert Sauerung. Sie hatten ja jetzt erwähnt, dass die Politik, ich habe es eingangs schon oder vorhin schon erzählt, ja, dass die Politik schon so ein gewisses Einlenken hat. Also oder viele meinen, okay, das Thema ist schon ernst. Aber ich stelle mir das mal so vor, ich bin ganz naiv. Sie kommen da rein und ich bin gewissermaßen der Bürgermeister von dem Thema noch nie was gehört und dann halten sie so einen Vortrag und denken mir, ach ja, das klingt ja ganz schön irgendwie so und so, aber dann sagt der Bürgermeister, also ich in dem Fall, ich habe aber gar kein Geld, also wie soll ich das machen? Ist diese Diskussion auch begegnet? Also Geld ist meistens nicht das Thema und es geht auch nicht um Geld, es geht um Zusammensetzen, sich Gedanken zu machen, wie man das organisieren kann. Also es ist vor allem Organisationsaufwand und dann vor allem die Information der Bevölkerung, wo halt viele zurückscheuen, auch in den Unternehmen und Organisationen, wobei es gerade besser wird. Vor allem in Österreich war das Bundesheer schon vor einem Jahr der erste große Akteur, der sehr intensiv auch Richtung einerseits Bevölkerung und auf der anderen Seite auch Richtung eigenes Personal kommuniziert hat, wird auch weiter fortgesetzt. Es folgen jetzt auch andere Unternehmen. Also es ist schon möglich. Ne? Das Problem, das ich derzeit sehe, ist halt immer wieder, wenn es halt dann auch Experten gibt, die sagen, na, das ist eh unwahrscheinlich und eine geringe Wahrscheinlichkeit, die natürlich einerseits aus der E-Wirtschaft, die werden nicht hinstellen und sagen, wir haben unseren Job nicht im Griff. Das ist das eine Problem. Und das andere ist natürlich, weil es halt natürlich auch Leute gibt, die halt mit diesen bisherigen Denkrahmen diese Aussagen treffen. Ich sage nicht, dass ich die Wahrheit gebucht habe, habe ich sie natürlich auch nicht. Aber ich bin, glaube ich, sehr transparent. Alle meine Grundlagen sind online einsehbar, wie ich zu diesen Schlüssen komme und ich habe doch einige Kontakte zum komplexitätssystemwissenschaftlichen Umfeld und wo diese Dinge dann halt auch wieder aus dieser Übersicht bestätigt werden. Und ja, aber ich glaube, das Wichtige ist, was fehlt, es braucht immer Top-Down und Bottom-Up, immer sowohl als auch eben als wichtige Botschaft. Und Top-Down wäre halt schon notwendig, dass man, aber das ist halt auch, die Politik kann sich jetzt auch nicht hinstellen und wir haben jetzt da eigentlich eine Sackgasse gefahren die letzten 20 Jahre und jetzt machen wir alles anders. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es müsste schon jetzt klarer kommuniziert werden, ja, wir sind in der größten Infrastrukturtransformation aller Zeiten, da kann immer was schiefgehen, man muss ja jetzt nicht zu sehr auf die Eigenschuld hingehen, wobei Schuld immer ein schlechtes Thema ist, aber
anderes Thema. Aber es kann Probleme geben. Wir sehen das jetzt auch durch die Umfeldbedingungen, die natürlich das Ganze verschärfen. Was könnte sowas bedeuten? Wo sind die Grenzen der organisierten Hilfe? Einfach auch Klarheit zu schaffen. Was kann jetzt beigetragen werden, organisiert, und was eben nicht. Und die klare Aufforderung, jeder Einzelne muss sich vorbereiten. Und es geht ja nicht nur um Blackout, das ist mir auch ganz wichtig. Wir können auch durch ganz andere Ereignisse in massive Versorgungskrisen geraten. Und mit dieser Basisvorsorge, und ich habe das erst kürzlich erlebt in einer Gemeinde, die im Sommer von lokalen Katastrophe betroffen war, wo der Bürgermeister oder die Bürgermeister von der Region sehr dankbar waren, dass sie bereits sich mit dem Thema Blackout-Vorsorge auch durch das Land getrieben beschäftigt haben, weil die in dieser lokalen Katastrophe, wo eine Region mehrere Tage vom Strom und von allen anderen abgeschnitten war, einfach mit diesen Maßnahmen diese Situation wesentlich besser bewältigen konnten. Und das ist genau, wo ich eigentlich hin will, nicht nur immer Blackout, 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 auch wenn das natürlich meine Kernbotschaft ist, aber es geht mir um einfach Krisenfitness. Das heißt, egal was wirklich jetzt kommt, und es wird nicht das einzige Ereignis sein, sondern wir steuern jetzt seit 50 Jahren absehbar auf eine sehr turbulente Zukunft mit vielen Umbrüchen. Es wird nicht alles negativ sein, und ich glaube auch, oder ich erwarte schon, so wie in der Vergangenheit, immer noch solchen schweren Krisen. Bisher waren es halt immer Kriege. Ich hoffe, dass diesmal nicht Krieg das Ausschlaggebende ist, es längerfristig wieder besser weitergegangen ist. Aber dazu braucht es auch uns. Wenn wir nur mehr den Untergang vor uns haben und diese Untergangsstimmungen auch fördern, dann wird das nicht dazu beitragen, dass wir das rasch bewältigen können. Aber wenn ich mal mich darauf einlassen kann, es wird jetzt nicht so weitergehen wie die letzten 20, 50 Jahre, wo es immer bergauf gegangen ist, sondern jetzt mal mit Einschränkungen auch das Ganze konfrontiert sein, was immer auch auslöst, dass wir dann Dinge anders machen, die eben jetzt nicht mehr sinnvoll sind. Und daher eben diese Zuversicht, dass wir die trotz der düsteren Aussichten jetzt kurzfristig behalten, weil das eben die Chance da ist, gestärkt herauszugehen. Das hast du sehr schön gesagt. Also ich musste in dem Moment, muss ich gerade an den Kabarettisten und Physiker aus Deutschland Vince Ebert denken. Der tritt regelmäßig auch in der ARD auf, in der Sendung Wissen vor Acht. Und der hat zur deutschen Energiepolitik gesagt, die deutsche Energiepolitik ist ungefähr so, als wenn jemand aus dem Hochhaus springt und während des Fluges glaubt, noch fliegen zu lernen. Ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall Chancen, dann nach dem Aufprall nochmal drüber nachzudenken und sich zusammenzuräumen und zu schauen, wie man das in Zukunft besser machen kann. Das ist sehr gut. Ich bin ein großer Fan von Vince Ebert. Vince Ebert hat auch gesagt, das darf man nicht vergessen zum Thema Homöopathie, weil es so schön ist. Homöopathie ist, wenn man in Aschaffenburg den Schlüssel des Autos reinwirft und versucht, in Würzburg mit dem Wasser das Auto anzumachen. Ja, ich denke, damit ist fast alles gesagt, aber noch nicht von jedem, wie so üblich. Zum Ende hin gibt es immer so eine Schlussrunde, und die ist relativ simpel. Ich würde gerne mit Herrn Sauruck anfangen. Sie wären, stellen Sie sich vor, Sie wären der wichtigste Berater, nicht nur, nein, ich mache das ganz anders, diesmal, Sie sind sogar nicht nur Berater, sondern Politiker, Energiepolitiker oder nennen Sie sich Robert Habeck. Was würden Sie als erstes tun? Das Silo-Denken versuchen zu beenden, Transparenz zu schaffen, das heißt, ja, Experten aus unterschiedlichen Richtungen zusammenführen und die auch dazu zwingen, ihren Silos zu verlassen, sodass jeder sieht, was da auch nicht denkt, und hoffentlich dazu beitragen, dass man möglichst versucht, konstruktiv miteinander umzugehen und nicht das, was derzeit eben massiv betrieben wird, Polarisierung und eigentlich damit Zerstörung von wichtigen Grundlagen herbeizuführen, sondern dass wir wirklich versuchen, konstruktiv wieder miteinander zu reden, zu arbeiten und diese Vergangenheit hinter uns zu lassen, weil anders werden wir die Zukunft nicht positiv gestalten können. Ja, vielen Dank dafür. Eigentlich sollte jetzt Thomas kommen, der kommt auch gleich, aber da Ingo schon das zweite Mal da ist, stell dir vor, Ingo, du bist Robert Habeck. Was würdest du jetzt machen? Also ich würde eben auch, was Herr Sauro gerade sagte, in Krisensituationen ist es eigentlich so, und das hat sich oft gezeigt, und wir erleben das in der Ukraine, dass die Menschen zusammenrücken.
Und das ist der Ausblick und die Hoffnung, die wir, glaube ich, alle haben sollten. Nicht der Gedanke, es gibt Plünderungen, sondern wir werden enger zusammenrücken. Das tut die ukrainische Bevölkerung in dieser Situation. Und jetzt sind ja da 40% des Stromnetzes zerstört worden. Und dann fangen die Leute an, ernsthaft Strom einzusparen und ihren Bedarf da zu reduzieren. Also das ist machbar. Wie gesagt, in Krisensituationen werden wir zusammenrücken. Und diese offene Kommunikation, das ist entscheidend darüber, was man tut und was man macht, klar und offen zu kommunizieren, was die Beweggründe sind. Dann nimmt man die Leute mit dabei. Thomas, ja, du kennst die Frage. Nein, ich kenne die Frage. Du kennst die Frage. Du kennst sie gar schon unter erschwerten Bedingungen. Aber da du die zum vierten Mal gehört hast, ist die Bedingung noch erschwerter. Das letzte Mal warst du in der Tiefgarage reingesperrt aufgrund eines Blackouts. Dieses Mal ist es so, du bist in einem Fahrstuhl und bist eingesperrt tatsächlich. Und nach der zweiten Nacht bemerkst du erst, vielleicht war die erste Nacht etwas länger bei dir, und merkst erst, neben dir ist Robert Habeck. Und er bemerkt dich auch und wacht auf und so weiter. Ja, und ihr seid noch in diesem Fahrstuhl, Luft ist vorhanden, lieber hin. Aber es könnte doch sein, dass ihr einige Stunden noch in diesem Fahrstuhl seid. Was würdest du ihm als erstes sagen? Also ich sag mal, da hätte ich jetzt echt ein Problem, damit über ins Gespräch zu kommen. Ich würde natürlich erstmal auf mich schauen, wie es mir geht, aber mit ihm da ins Gespräch zu kommen, ich wüsste gar nicht, wie ich da so richtig einsteige bei ihm. Also ich frage mich natürlich sehr oft bei ihm, ob er sich überhaupt der Tragweite seines Jobs überhaupt klar ist. Eigentlich ist er ein Kapitän auf dem Schiff, wenn ich jetzt mal ihn als Energieminister nehme. Und da müsste doch eigentlich dafür sorgen, dass entsprechend Rettungsboote da sind, also bei Energie entsprechend Reservekraftwerke, die aktuell ja fehlen, das sieht man an den Preisen, Kapazitäten. Und ich würde Ihnen mal wahrscheinlich sagen, was hast du denn da für einen Blödsinn gemacht? Ja, jetzt sitzen wir hier, sind eingeschlossen in dem Fahrstuhl, es gibt keinen Strom mehr, wir haben nichts zu essen da, wir können auch keine Kommunikation nach außen senden, weil das ist ja... Wenn kein Strom da ist, auch kein Faradayscher Käfig. Ich weiß gar nicht, wie die Kommunikation bei einem Fahrstuhl, wie lange die da wirklich aufrechterhalten wird in so einem Fall, wie lange das überhaupt funktioniert, keine Ahnung. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich keine Gedanken dahingegen, dass da neben mir eine Fleischreserve ist für den Fall, dass es wirklich ans Eingemachte geht. Also den Gedanken hätte ich sicherlich bei Gott nicht. Aber ja, wahrscheinlich würde man sich über Triviales unterhalten, ja, bevor ich da mit ihm dann eine große Diskussion anfange. Aber ja, seinen Job möchte ich nicht haben, muss ich auch ehrlich sagen, aber oft frage ich mich, Junge, was machst du da? Ja, da würde ich sagen, Junge, was machst du da, weiß ich auch gar nicht. Ich kann nur sagen, was ich morgen mache, und zwar um 21.30 Uhr werde ich auf Getter streamen, so viel Zeit muss sein. Es hat mich sehr gefreut, lieber Herbert Sauruck, dass Sie da waren. Gerne wieder, unbedingt sogar, das Thema ist wichtig, und in der Unaufgeregtheit, wie Sie das schildern, ist für mich hervorragend. Lieben Dank, dass Thomas Eisenhut da war, ja, Inventar von Am Plus der Zeit, also ab morgen wird dann entsprechend Inventargebühren fällig. Was bleibt mir noch zu sagen? Eigentlich fast nichts mehr. Bleibt, wie ihr seid. Aber vor allen Dingen, das ist das Wichtige, bleibt am Plutz der Zeit. Viele Grüße. Ich entlasse euch in die Nacht. Bis dann. Tschüss, tschüss.